Die Wikipedia wurde 2001 gegründet und ist inzwischen die größte Online-Enzyklopädie der Welt. Mit mehr als 33 Millionen Artikeln in 280 Sprachen. Im deutschsprachigen Raum bietet die Wikipedia über 1,8 Millionen Artikel an. Das elektronische Nachschlagewerk verdrängt zunehmend Enzyklopädien in Buchform, wie die früher bekannte Brockhaus-Enzyklopädie, die seit 2014 nicht mehr nachgedruckt wird. Das ist Frank-Michael Speer. Er nutzt die deutsche Wikipedia ausschließlich als Leser. Mein Name ist Markus Fiedler, Autor und Sprecher dieses Films. Auch ich nutze die Wikipedia vorwiegend als Leser. Frank-Michael und ich haben in monatelanger Arbeit zur Wikipedia recherchiert und Interviews geführt. Die Frage war, ob die Wikipedia als zitierfähige Literaturquelle angesehen werden kann oder nicht. Bei unserer eingehenden Analyse des elektronischen Nachschlagewerks ist uns aufgefallen, dass dieses im Bereich Naturwissenschaften und Technik eine vorbildliche Enzyklopädie darstellt. In einigen von mir gesichteten Biologieartikeln werden Themen teilweise besser diskutiert als in so manch etabliertem Lehrbuch. Sämtliche Artikel zum Fach Biologie, die wir bisher gelesen haben, glänzten durch Objektivität und sehr detailreiches Fachwissen. Außerdem sind die Artikel mit Fußnoten zu Primärliteraturquellen und weiterführender Lektüre gespickt. In anderen Naturwissenschaften wie Chemie und Physik bzw. technischen Themenfeldern sieht das sehr ähnlich aus. Es scheint also alles für eine solide Enzyklopädie zu sprechen. In diesem Dokumentarfilm werden wir der Frage nachgehen, ob die Wikipedia auch dann objektiv und neutral informiert, wenn es um gesellschaftswissenschaftliche Themen und zum Beispiel um das politisch hochsensible Thema Terrorismus geht. Exemplarisch haben wir den Wikipedia-Eintrag zum Schweizer Historiker Daniele Ganser genau analysiert. Ganser hat wiederholt eine neue Untersuchung der Terroranschläge vom 11. September 2001 auf das World Trade Center gefordert. Er stellt diesbezüglich unbequeme Fragen zur offiziellen Verlautbarung. Im deutschsprachigen Raum ist Ganser unter den 9/11-Kritikern einer derjenigen mit der höchsten Reputation. Wer die Bücher und YouTube-Vorlesungen von Ganser studiert, erkennt schnell, dass er in der Friedensbewegung engagiert ist und den Kriegen der NATO wie auch dem Überwachungsstaat kritisch gegenübersteht. Uns interessiert es, ob die Online-Enzyklopädie objektiv und neutral mit Kritikern der US-Außenpolitik wie zum Beispiel Dr. Daniele Ganser umgeht. So viel sei vorweggenommen, leider ist dies nicht der Fall. Wer diesen Dokumentarfilm anschaut, lernt nicht nur etwas über Zeitgeschichte und den Schweizer Historiker Ganser, sondern vor allem etwas über das Innerste der Wikipedia, dem System, das der heute wichtigsten Enzyklopädie innewohnt. Vielleicht geht es Ihnen genauso wie uns und Sie wollen wissen, wer dort wirklich die Fäden zieht. Anfang des Jahres 2015 ist mir auf der Videoplattform YouTube ein Video zum Thema NATO-Geheimarmeen aufgefallen. Es wurde mir von YouTube unter der Rubrik Politik als sehenswert vorgeschlagen. Dr. Daniele Ganser, ein Schweizer Historiker und Friedensforscher, trägt hierin vor, dass erwiesenermaßen in allen Staaten Westeuropas Geheimarmeen existiert haben. Dr. Ganser hat über dieses Thema seine Dissertation geschrieben. Und zwar am 3. August 1990 bestätigte Andreotti die Existenz einer Geheimarmee in Italien mit dem Namen Gladio. Gladio heißt Schwert. Gladio sei Teil des Stay-Behind-Netzwerkes der NATO, das durch die CIA, der amerikanische Geheimdienst, und MI6, den britischen Geheimdienst, aufgebaut wurde und auch außerhalb Italiens existiert. Also, da wird wieder etwas aufgedeckt in Italien. Das passiert ja immer wieder. Und die Leute dachten, na gut, wieder einmal ein Skandal in Italien, blättern wir doch zur nächsten Seite. Aber in diesem Fall war es ein bisschen weitreichender, weil Andreotti sehr darauf bestand, dass es diese Geheimarmee auch in Deutschland gab, in Belgien gab, in Frankreich und in anderen Ländern, wie gesagt. Und das war für die anderen Länder eine, naja, Verunsicherung, um es gelinde zu sagen. Der belgische Verteidigungsminister las die Zeitung auf dem Flugzeug und als er landete, hat er seinen Stabschef gefragt, also seinen höchsten General, ob es stimmt, dass auch Belgien eine Geheimarmee habe. Er selber als Verteidigungsminister wisse nichts, Guy Cohen war das. Und dann hat ihm sein General gesagt, ja, es stimmt, wir haben diese Geheimarmee. Dann wurde er natürlich ein bisschen verstimmt.
Und er hat gesagt, warum weiß ich als Verteidigungsminister nicht von dieser Geheimarmee? Und dann hat sein General ihm gesagt, nun, das ist eben eine sehr, sehr geheime Sache der NATO. Für jede Person, die an Rechtsstaatlichkeit glaubt, bricht hier ein Weltbild zusammen. Armeen dürfen in Ländern mit rechtsstaatlicher Grundordnung nicht geheim sein, denn sie sollen von der Legislative, dem Parlament, kontrolliert werden. Eine geheime Armee kann von den Abgeordneten des Volkes nicht kontrolliert werden, denn keiner weiß darum, dass es diese Armee gibt. Eine Geheimarmee ist demnach keinem Rechenschaft schuldig, ein für das Volk unkontrollierbares Machtinstrument, das gegen das Volk selbst eingesetzt werden kann. Die NATO hingegen sagte, diese Geheimarmeen gäbe es gar nicht. Zumindest zuerst hat sie das gesagt. Am 5. November sagte ein NATO-Sprecher, NATO has never contemplated guerrilla war or clandestine operations. NATO hat sich nie mit Guerilla oder geheimer Kriegsführung auseinandergesetzt. Also geheime Abteilungen haben wir bei der NATO nicht. Und dann am nächsten Tag musste ein NATO-Offizieller zugeben, dass es falsch war, was man am Tag zuvor gesagt hatte, aber dass man nicht weiteres sagen könne aus Gründen der militärischen Sicherheit. Wir hatten ja in Europa schon im ganzen Krieg, Kalten Krieg, Terrorismus. Und da haben wir immer eigentlich gesagt, es waren die Brigate Rosse, das waren die Linksextremen in Italien, oder es war die Rote Armee-Fraktion, das waren die Linksextremisten in Deutschland, oder es war eben die IRA, das waren die extremen Katholiken in Irland, oder es war dann die ETA, und das waren eigentlich sozusagen die europäischen bekannten Terroristen. Und jetzt kommt diese NATO-Geheimarmee ins Spiel, und die Europäische Union sagt, vielleicht hat auch diese NATO-Geheimarmee in einigen Fällen Terroranschläge inszeniert. Eine italienische Untersuchungskommission stellte im Jahr 2000 einen Bezug zwischen der italienischen Geheimarmee Gladio, zu Deutsch Schwert, und Attentaten her. Die Untersuchungskommission stellte fest, dass diese Geheimarmee Attentate in den 1960er bis 80er Jahren ausgeführt hat und diese von Personen im italienischen Staatsapparat organisiert wurden. Außerdem wird eine enge Verbindung zu US-amerikanischen Geheimdiensten hergestellt. Daniele Ganser schrieb seine 2004 veröffentlichte Doktorarbeit demnach zur tatsächlichen Verschwörung, diskutiert und dokumentiert diese. Seine Leistung ist unter anderem vom Magazin Der Spiegel im Artikel Die dunkle Seite des Westens in der Printausgabe Nummer 15 aus dem Jahr 2005 äußerst positiv und umfangreich auf zwei Seiten erwähnt. In einem Interview aus dem Jahr 2005 erklärte Ganser, dass sich Terror mehr als irgendeine andere militärische Strategie dazu eignet, die Bevölkerung zu manipulieren. Zu 9/11 äußert sich Ganser erstmals im September 2006, also 5 Jahre nach den Anschlägen, in einem langen Artikel in der Schweizer Zeitung Tagesanzeiger. Ganser legt sich nicht fest, was damals wirklich passiert ist, sondern stellt Fragen und erklärt, es gebe einen erbitterten Streit um die Wahrheit. Ganser schreibt: In den vergangenen 5 Jahren wurden in den USA verschiedene Filme, Internetseiten und Bücher zu 9/11 veröffentlicht. Diese bilden heute eine nur schwer überschaubare Masse von Behauptungen und Gegenbehauptungen. Ganser stellt die 3 wesentlichen Theorien zu den Anschlägen vor, diskutiert diese sachlich, ohne sich einer der Theorien selbst anzuschließen. Ein großer Absatz im Artikel beschäftigt sich mit dem World Trade Center 7. Was viele nicht wissen, es sind beim 11. September 2001 3 Türme und nicht 2 Türme eingestürzt. Was genau sagt Daniele Ganser hierzu? Er konzentriert sich in seiner Fragestellung auf das 3. Gebäude, welches neben den großen Zwillingstürmen bei den Anschlägen in sich zusammenfiel. Es handelt sich dabei um das Salomon Brothers Building, bzw. World Trade Center 7, kurz WTC 7. Ich habe mehrere Vorträge von Dr. Daniele Ganser auf YouTube gesichtet. Es gibt hier 2 elementare Hinweise, die Ganser in seinen Vorträgen regelmäßig wiederholt. Hier Ausschnitte aus einem seiner derzeit aktuellsten Beiträge. Er sagt zu WTC 7 Folgendes. Es ist sehr interessant, dass es in den USA jetzt eine große Anzahl von Architekten gibt und Ingenieuren. Es sind 1500, die haben sich zusammengeschlossen und die sind der Meinung, dieses Feuer bei WTC 7 hat das Gebäude nicht zum Einsturz gebracht. Es muss eine Sprengung gewesen sein. Und ich kann Ihnen nur erklären, dass das eine sehr, 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 sehr brisante Schlussfolgerung ist.
Wenn es wirklich, und da halte ich mich zurück, aber ich bin ja einfach ein Schweizer Historiker, wenn es wirklich so ist, dass eine Sprengung vorliegt bei WTC 7 am 9/11, dann müssen wir nochmal über die Bücher. Es gibt tatsächlich diesen Zusammenschluss von inzwischen weit über 2000 Architekten und Ingenieuren, die alle aussagen, dass das World Trade Center 7 gesprengt wurde. Die von der US-amerikanischen Regierung in Auftrag gegebene offizielle Untersuchung, der sogenannte NIST Report, bestreitet eine Sprengung und behauptet, das Gebäude sei wegen eines Brandes im Gebäude selbst eingestürzt. Schon alleine die Anzahl der über 2000 Fachleute, namentlich Diplom-Ingenieure, Statiker und Architekten, die sich tagtäglich beruflich mit dem Bau von Häusern und Hochhäusern beschäftigen und die mit ihrem Namen dafür einstehen, dass diese offizielle Sicht der Dinge falsch ist, führt zwingend zumindest zum ernsten Verdacht, dass der NIST-Report zum World Trade Center 7-Einsturz hier nicht die Wahrheit verbreitet. Tatsächlich ist der NIST-Report heftigster Kritik von vielen Seiten ausgesetzt, siehe zum Beispiel hier. Und das sind nur einige wenige der vielen kritischen Seiten zu 9/11. Hier stellt sich die Frage, ob das in der Wikipedia objektiv diskutiert wird. Merken wir uns diese Frage zunächst und stellen erst einmal fest, Daniele Ganser weist hier zu Recht auf Unstimmigkeiten in diesem Punkt hin. Daniele Ganser sagt des Weiteren zu WTC 7. Warum haben die Medien darüber nicht ausführlicher berichtet? Ja? Ich habe dann gedacht, ja gut, ich gehe mal die verschiedenen TV-Stationen durch und es ist einfach nirgends gekommen, außer bei BBC World. Und da habe ich mich gefreut und gedacht, ja, BBC World hat darüber berichtet, Jane Stanley ist die Journalistin, aber die haben zu früh berichtet. Ja, ist so. Die haben um 5 Uhr berichtet und das Gebäude fiel um 20 nach 5. Und das ist auch nicht gut, weil wir Historiker sind sehr konservativ. Wir haben eine Regel, die heißt, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Ja. Wenn das vertauscht wird, dann werden wir misstrauisch. Und es berichtete einzig und alleine die BBC zu World Trade Center 7 und tatsächlich kein weiterer TV-Sender in Europa. Und die BBC hat tatsächlich zu früh berichtet. In den folgenden Videos zum BBC-Interview kann man das Gebäude hinter der Reporterin noch sehen, während sie vom Teleprompter abliest, dass das Gebäude eingestürzt sei. Die BBC selbst gibt auch zu, dass sie zu früh über den Einsturz berichtet hat. Ein Sprecher der BBC sagt aus, dass die Nachrichtenagentur Reuters diesen Text in das Nachrichtensystem eingespeist hätte und die Reporterin diesen Text nur vorgelesen hätte. Diese Tatsache ist demnach auch unstrittig. Daniele Ganser weist hier ebenfalls zu Recht auf offensichtliche Unstimmigkeiten hin. Wir haben also einen Schweizer Historiker, der in der Vergangenheit eine aufsehenerregende, vielgelobte Dissertation mit Auszeichnung zu einer Verschwörung in Sachen NATO-Geheimarmeen veröffentlicht. Nun legt er nahe, dass mit den Terroranschlägen des 11.09.2001 etwas nicht stimmt. Soweit die Sachlage. Jetzt zu Wikipedia. Ich wollte mehr über diesen Dr. Ganser erfahren und gab seinen Namen in die Wikipedia ein. Dort lese ich: Daniele Ganser, geboren am 29. August 1972 in Lugano, ist ein Schweizer Historiker. Er wurde mit seiner 2005 publizierten Dissertation über NATO-Geheimarmeen bekannt und veröffentlicht unter anderem Untersuchungen zum globalen Fördermaximum von Erdöl. Er greift Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 auf und stellt sie als diskutable wissenschaftliche Erklärungen dar. Verschwörungstheorie auf Wikipedia. Ich bin verwirrt. Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker? Was bedeutet das? Darf man ihm nicht glauben? Was ist eine Verschwörungstheorie? Wir lesen dazu auf Wikipedia selbst. Der Begriff Verschwörungstheorie wird zumeist kritisch oder abwertend verwendet. Aha. Laut Wikipedia-Artikel ist Daniele Ganser also so etwas wie ein Spinner. Ich überlege, wer schreibt denn diesen ganzen Artikel in der Wikipedia überhaupt? Muss man sich solch negative Darstellungen in der Wikipedia gefallen lassen? Das Revolutionäre an Wikipedia ist, dass jeder Mensch, der einen Computer mit Internetanschluss hat, selber Texte für die Wikipedia verfassen darf. Man kann bestehende Einträge verbessern, korrigieren und ergänzen.
oder man kann ganz neue Einträge anlegen. Um dies zu tun, muss man nur ein Benutzerkonto eröffnen. Ich mache das. Das geht ganz einfach, nämlich so. Sobald man ein Benutzerkonto hat, kann man loslegen. Bei uns steht noch eine ältere Ausgabe einer Enzyklopädie im Bücherregal. Hier ist klar, die Artikel verändern sich nie. Nach einigen Jahren brachte zwar der Verlag eine überarbeitete und ergänzte, neu gedruckte Auflage auf den Markt. Aber die haben wir damals natürlich nicht gekauft. Das war nur für Neukäufer. Jene Menschen, welche schon ihre Enzyklopädie hatten, blieben bei ihrer Version. Heute ist das völlig anders. Wikipedia-Artikel verändern sich ständig. Hier ein konkretes Beispiel. Wer noch nicht viel von Wikipedia versteht, denkt, er könne einfach ein Benutzerkonto eröffnen und alle Artikel nach Belieben ändern, also auch den Eintrag von Daniele Ganser korrigieren, falls er damit nicht zufrieden ist. Aber so einfach geht das nicht. In der Wikipedia gibt es eine strikte Hierarchie. Besonders die deutschsprachige Wikipedia ist hier im Vergleich zu anderen Sprachen deutlich stärker reguliert. Zunächst einmal sind da die normalen Benutzer ohne Benutzerkonto. Sie können tatsächlich nicht nur lesen, sondern auch einige Artikel direkt bearbeiten. Sie müssen aber darauf warten, dass ihre Änderungen gesichtet und freigeschaltet werden. Benutzer mit einem Wikipedia-Konto können alle Artikel bearbeiten und neue Artikel anlegen, müssen aber ebenfalls auf Freischaltung ihrer Änderungen warten. Haben Sie mehr als 30 Tage in der Wikipedia verbracht und 150 Bearbeitungen im deutschsprachigen Bereich getätigt, so werden Ihre Artikel dann automatisch freigeschaltet. Sogenannte Sichter können ebenfalls sofort sichtbare Änderungen an der Wikipedia vornehmen. Sie entscheiden zusätzlich darüber, ob Änderungen von anderen Benutzern freigeschaltet werden sollen. Administratoren ernennen Sichter und haben zusätzlich weitreichende Eingriffsmöglichkeiten bis hin zu Artikelsperrungen, Benutzersperrungen, Unsichtbarmachen von Artikeländerungen und so weiter. Wer Administrator werden will, muss sich wählen lassen. Anders als bei der Bundestagswahl kann man hier nicht nur für jemanden, sondern auch wirksam gegen einen Kandidaten stimmen. Bürokraten sind die höchste Stufe der Wikipedia. Sie haben die weitreichendsten Rechte und ernennen beispielsweise Administratoren nach deren Wahl. Sichter und Administratoren haben demnach viel mehr Macht als jemand, der erst gerade neu ein Benutzerkonto eröffnet hat. Sie können Änderungen blockieren bzw. wieder rückgängig machen. Es scheint so, dass hier einige Sichter und Administratoren ihre Macht missbrauchen bzw. ihre Aufgaben in der Wikipedia nicht sorgfältig ausführen. Gerade am Beispiel des Eintrags von Ganser lässt sich das sehr gut zeigen, weil alle Änderungsversuche von Wikipedia gespeichert werden. Der Artikel von Ganser ändert sich nicht und das trotz zahlreicher Interventionsversuche verschiedenster Nutzer der Wikipedia. Das erstaunt natürlich sehr. Viele Menschen haben versucht, den Artikel von Ganser zu verbessern, ihn neutraler zu gestalten. Aber das ging nicht. Warum? Ein Autorenteam aus Sichtern und Administratoren, die mächtiger sind als der normale Wikipedia-Benutzer, schützen den Artikel vor nicht gewünschten Änderungen, egal ob sachlich begründet oder nicht. Schauen wir einmal, wie sich Sichter und Administratoren verhalten und an welchen Stellen hier ganz offensichtlich die Regeln von Wikipedia verletzt werden. Auffallend aggressiv agieren in der Diskussion zum Artikel von Daniele Ganser folgende Autoren: Fee, Co-Pilot und M. Burch. Das sind sogenannte Sichter. In der Wikipedia-Hierarchie nehmen sie eine mittlere Machtposition ein. Sie sind weniger mächtig als Administratoren, aber mächtiger als der normale Wikipedia-Benutzer, der eben erst vor einer Stunde sein neues Benutzerkonto eröffnet hat. Sichter können Artikel von einfachen Benutzern freischalten. Sie können selbst ohne Zwischenprüfung Artikel in die Wikipedia einstellen. Sie dürfen aber beispielsweise keine Wikipedia-Konten sperren, das dürfen nur Administratoren. Verblüffend und auch ärgerlich ist, dass Sichter und Administratoren nicht mit Klarnamen und Foto, sozusagen mit offenem Visier, arbeiten, sondern Decknamen wie eben Vieh oder Co-Pilot benutzen. Man weiß also nicht sofort, wer sie sind. Man weiß nicht, ob der Sichter eine Frau oder ein Mann ist. Man weiß nicht, ob er oder sie einen Universitätsabschluss hat oder nicht, oder ob er oder sie arbeitslos oder beruflich erfolgreich ist. Viel schlimmer ist, an der Oberfläche der Wikipedia erkennt man die Kämpfe nicht, die im Hintergrund stattfinden. Je länger und tiefer ich mich in die Versionsgeschichte der Wikipedia vergraben habe, desto mehr kristallisierte sich ein Bild der Angst heraus. Keiner der langjährigen Wikipedianer, die ich angeschrieben habe, wollte etwas unter Klarnamen oder mit Nennung ihrer Wikipedia-Identität zu diesem Film beitragen. Viele haben etwas zu sagen, sie möchten aber anonym bleiben.
Alle haben Angst davor, nach Veröffentlichung dieses Dokumentarfilms in der Wikipedia von bestimmten Wikipedianern verfolgt zu werden. Ich dachte, mein Gott, das ist doch nur die Wikipedia. Es kann doch nicht so schlimm sein wie bei der Mafia in Sizilien, wo sich die Menschen auf der Straße fürchten, ihre Meinung zu sagen. Damit lag ich aber falsch. Einige Beobachter haben die Administratoren und Sichter tatsächlich mit der Mafia verglichen, so in einem Forum aus dem Jahr 2005, wo Folgendes zu Wikipedia steht. Wikipedia ist keine Demokratie und hat keine Rechtsstruktur in dem Sinne, dass die Regeln für alle Mitarbeiter gleichermaßen, ungeachtet ihrer Person, gelten sollen. Wikipedia ist kein Verein, in dem streng legalistisch gehandelt wird, vielmehr haben die Administratoren ein vordemokratisches und vormodernes Patronagesystem eingesetzt. Nur wer sich nicht kritisch äußert, nur wer sich der gütigen Hand der absoluten Macht des Administrators unterwirft, wer also Lehns- und Gefolgsmann des Administrators wird, kommt in den Schutz der erweiterten administrativen Rechte, nur er darf ungestört Artikel schreiben. Wer nicht Gefolgsmann eines Administrators ist, wer Kritik äußert und abweichende Ideen vertritt, ist rechtlos und zum Abschuss freigegeben, gleich einem Paria, einem Ausgestoßenen. Auf ihn darf sich ungestraft der Mob, die Meute stürzen. Er wird bekriegt, beleidigt und gedemütigt und seine Beiträge stehen zur Vernichtung frei. Dieses vormoderne Patronagesystem hat sein Vorbild in Sizilien und im organisierten Rauschgifthandel. Man nennt es dort Mafia. In Amerika heißt es einfach Mob. Das schrieb ein Herr Manfred Riebe und er zitiert diesen Text aus der Wikipedia selbst. Im genannten Forum und in anderen Internetforen gibt es eine massive Häufung mit derartigem Inhalt, sodass man davon ausgehen kann, dass es sich hierbei nicht um eine Einzelmeinung handelt. Bis jetzt ist mir Folgendes klar geworden: Alle dürfen auf Wikipedia schreiben, aber nicht alle haben bei Wikipedia die gleichen Rechte. Wenn ich den Eintrag zu Daniele Ganser im Sinne von mehr Neutralität korrigieren möchte, kann ich das tun, aber bevor mein Text im Artikel erscheint, wird ein Sichter entscheiden, ob er den veränderten Artikel freischalten will oder nicht. Wenn einem Sichter meine Korrektur nicht passt, wird sie abgelehnt. In dem Sinne ist ein Sichter ähnlich wie ein Türsteher vor einer Disco. Er entscheidet, wer rein darf und wer nicht. Noch mächtiger als der Sichter ist der Administrator. Es gibt in Deutschland ungefähr 260 Administratoren. Im Eintracht Ganser sind folgende Administratoren sehr aktiv: JKB, Gleiberg, ITI, JD, Gustav von Aschenbach. Diese Administratoren sind noch mächtiger als die Sichter. Sie können Artikel freischalten, Artikel sofort ohne Zwischenprüfung einstellen, können Artikel verstecken, können Artikel verschieben und dürfen Wikipedia-Benutzer sperren. Vielen Wikipedia-Benutzern ist Folgendes passiert. Sie wollten den Eintrag zu Daniele Ganser von abwertend zu objektiv abändern. Doch dann wurde nicht nur ihre Korrektur rückgängig gemacht, sondern ihr Benutzerkonto wurde auch umgehend gesperrt. Sie konnten also gar nicht mehr bei Wikipedia mitschreiben. Es war ihnen nicht mehr erlaubt, irgendwelche Korrekturen bei irgendwelchen Artikeln in der Wikipedia zu verfassen. Sie hatten sozusagen sofortiges Hausverbot. Sperrungen dürfen nur von Administratoren verhängt werden. Sperrungen können verschiedene Zeitintervalle beinhalten. So ist beispielsweise für geringe Vergehen eine kurze Sperrfrist von wenigen Minuten bis Stunden vorgesehen. Bei groben Verstößen oder böswilligen Attacken kann eine unendliche Sperrung ausgesprochen werden. Um so eine Sperrung zu umgehen, kann dann ein Benutzer sich nur noch ein neues Benutzerkonto mit neuem Namen und neuer E-Mail-Adresse zulegen. Es ist völlig klar, dass in der Wikipedia auch Menschen agieren, denen nicht an der positiven Entwicklung der Enzyklopädie gelegen ist. So werden sehr häufig ganze Artikel vorsätzlich verunstaltet. Daher sind Sperrungen durch Administratoren manchmal absolut richtig und wichtig. Es ist wie bei der schon oben genannten Disco. Auch dort macht es Sinn, dass der Türsteher betrunkene oder gewalttätige Menschen nicht reinlässt. Die Wikipedia ist ursprünglich mit dem Hintergedanken angelegt worden, dass jeder Nutzer das Interesse hat, produktiv in der Wikipedia mitzuarbeiten. Es stellte sich aber schnell heraus, dass einigen Nutzern daran nicht gelegen ist. Sie wollten den Betrieb und wollen den Betrieb der Wikipedia aktiv stören. Hier ein Beispiel. Hier sehen Sie den Artikel in der Wikipedia zur Person von Wilhelm Busch. Am 13. März 2015 passiert um 9.26 Uhr das. Der ausführlich recherchierte Artikel über Wilhelm Busch wird komplett gelöscht und durch ein "Ich bin cool" ersetzt. In so einem Fall müssen die Sichter das Problem beheben und schnell dem Administrator den Übeltäter mitteilen.
damit dieser den Störenfried sperren kann. Auch wenn ein ansonsten sachlich agierender Wikipedianer über die Stränge schlägt und beleidigend wird, dann wird eingegriffen. Auf dieser Seite hier sind die Regeln für Vandalismus festgehalten. Es kann auch sein, dass die Sichter nicht sofort erkennen, wenn ein Fall vom Vandalismus vorliegt. Daher kann jeder Nutzer der Wikipedia eine Vandalismusmeldung machen. Dies geschieht auf einer speziellen Seite. Hier nehmen sich Administratoren den vorgeblichen Vandalen an und entscheiden von Fall zu Fall über das nötige Vorgehen. Wenn sich herausstellt, dass wirklich ein Fall vom Vandalismus vorliegt, wird gegebenenfalls nicht nur der verdächtige Benutzer, sondern die ganze Seite gesperrt, um weiterem Schaden vorzubeugen. Der betreffende Artikel kann danach, je nach Sperrungstyp, von bestimmten Nutzergruppen nicht mehr bearbeitet werden, ist also für eine gewisse Zeit wie eingefroren. So weit, so gut. Die Macht der Sichter und Administratoren kann leider auch missbraucht werden. Das zeigt sich beim Artikel über Daniele Ganser sehr deutlich. Wenn immer ein Wikipedia-Nutzer auch nur höflich in der Diskussionsseite zum Artikel anmerkt, dass im Artikel Persönlichkeitsrechte oder das Gebot der Sachlichkeit verletzt werden oder etwa gleich Änderungen am Artikel selbst vornimmt, die von den Sichtern Copilot, M-Burg oder Phi nicht erwünscht sind, wird sofort das betreffende Benutzerkonto auf der Vandalismusseite der Wikipedia gemeldet. Nach der Meldung wird in der Regel, und das gilt insbesondere bei Neukonten, ohne weitere Prüfung des Falls das Wikipedia-Konto durch die Administratoren JKB, Gleiberg, ITI, JD oder Gustav von Aschenbach sofort gesperrt. Unglaublich? Ich werde das nachweisen. Ich tauche nun immer tiefer in das Funktionieren von Wikipedia ein. Langsam erkenne ich, wie Sichter und Administratoren ohne jede Transparenz walten und schalten können. Mir wird klar, bei den Korrekturen im Artikel Ganser handelt es sich nicht um Vandalismus, sondern nur um einen sogenannten Edit War. Die meisten Menschen, die Wikipedia nur als Endkunden benutzen und noch nie selber versucht haben, einen Wikipedia-Artikel zu verfassen oder zu korrigieren, kennen den Begriff Edit War nicht und wissen nicht, dass es solche Edit Wars gibt. Ein Edit War ist eine Art digitaler Kriegszustand zwischen zwei Parteien, in dem einzelne Textpassagen eines Artikels immer wieder in die eine oder andere Richtung geändert werden. Die Wikipedia-Regeln sehen hierfür geeignete Maßnahmen vor. Zitat: Ein Edit War ist nicht dasselbe wie Vandalismus, da die Beteiligten für gewöhnlich nicht absichtlich Schaden anrichten wollen, sondern jeder der Ansicht ist, mit seinen Bearbeitungen den Artikel zu verbessern. Verweigert dein Gegenüber jede Diskussion und setzt den Edit War fort, kannst du den Vorfall auf der Seite Wikipedia Vandalismusmeldung melden. Dann kann ein Administrator nach unabhängiger Prüfung den Artikel vorübergehend schützen, bis sich die Situation entspannt. In Extremfällen können ein oder mehrere Krieger vorübergehend gesperrt werden, sodass sie keine Wikipedia-Artikel mehr bearbeiten können. Bei unabhängiger Prüfung kann ein Administrator auch demjenigen den Schreibzugriff kurzfristig entziehen, der den Edit War gemeldet hat, falls dieser selbst daran beteiligt war. Hier steht vorübergehend sperren. Eine sofortige und vollständige Sperrung von Nutzerkonten ist hier gar nicht vorgesehen. Aber genau das machen die Administratoren massenhaft im Zusammenhang mit dem Ganser-Artikel. Viele Konten, die zum Artikel Daniele Ganser etwas schreiben, sind langjährig ungenutzte Konten oder neu angelegte Konten. Auch dafür gibt es Verhaltensregeln. Sei mutig gilt besonders für Neueinsteiger in der Wikipedia. Dabei passieren ihnen naturgemäß Fehler und sie machen manchmal unerwünschte Dinge. Hilf ihnen über die ersten Hürden hinweg und stimme sie zuversichtlich, dass sie sich bald besser auskennen werden. Neue Autoren sollten behutsam und freundlich an die gängigen Regeln herangeführt werden. Vieles lässt sich im Dialog miteinander klären. Wie sieht das praktisch im Ganser-Artikel aus? Weil Wikipedia alle Veränderungen am Artikel speichert und archiviert, kann genau gezeigt werden, was mit dem Artikel passiert. Es ist, als wenn bei der schon oben genannten Disco mit dem Türsteher eine Videokamera montiert wäre, welche alles aufzeichnet. Man kann später genau nachvollziehen, wen der Türsteher reinlässt und wen nicht. Im Fall Ganser lässt sich anhand der Versionshistorie und des Artikelarchivs sehr deutlich zeigen, dass Sichter und Administratoren nicht neutral arbeiten und damit die Regeln der Wikipedia selbst verletzen. Viele Leser von Wikipedia passt es nicht, dass im Artikel zu Ganser sofort das Wort Verschwörungstheorie auftaucht.
Weil dieses Ganze abwertet und in die Nähe von Spinnern rückt, denen man nichts glauben darf. Daher versuchen sie, das Wort zu löschen und suchen eine neutrale Formulierung. Hier nur eines von vielen konkreten Beispielen. 17.40 Uhr, 3. März 2015. Nutzer Adwerk ersetzt. Ganser greift Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 auf und stellt sie als diskutable wissenschaftliche Erklärung dar. Durch Ganser diskutiert die Anschläge vom 11. September kritisch. Da der Artikel zu diesem Zeitpunkt teilweise gesperrt ist, wird diese Änderung nicht sofort sichtbar. Zuerst muss ein Sichter sie prüfen. 17.43 Uhr, 3. März 2015. Der Sichter M. Burch schaut die neue neutrale Formulierung an und löscht die Änderung sofort. 17.43 Uhr, 3. März 2015. Nutzer M. Burch meldet Adwerk als Vandale mit Vermerk Causa Gansa. 17.53 Uhr, 3. März 2015. Administrator Gleiberg sperrt den Nutzer Adwerk unbeschränkt. Adwerk hat also ohne Umschweife sofort die Höchststrafe erhalten. Erstens ist seine Änderung nicht übernommen worden. Zweitens wurde sein Benutzerkonto gesperrt. Auch sein E-Mail-Versand wurde gesperrt. Er darf auch die Diskussionsseite nicht mehr bearbeiten. Warum dieses aggressive Vorgehen gegen Adwerk? Der Administrator Gleiberg schreibt als Erklärung diesen Kommentar. Ganser Altsocke. Der Sichter M. Burich hat entschieden, dass das Wort Verschwörungstheorie nicht aus dem Artikel zu Ganser entfernt werden darf. Antworten konnte Adwerk nach seiner Sperrung übrigens nicht mehr. Sichter M. Burich ist also nicht in einen Dialog mit Autor Adwerk getreten. Damit hat er die Regeln der Wikipedia missachtet. Bei den Verhaltensregeln steht klar: Vandalismusmeldung nur als allerletztes Mittel. Nur im Falle wirklich schwerer oder wiederholter Verfehlungen sollte zur Vandalismusmeldung gegriffen werden. Dieses Mittel sollte nicht zweckentfremdet werden. Eine Vandalismusmeldung dient nicht als Ersatz für ein Gespräch oder gar als Strafandrohung oder um die eigene Ansicht durchzusetzen. Realsatire. Für den Laien ist es vollkommen überraschend, dass Sichter und Administratoren den Artikel zu Ganser derart überwachen. Dass sie es schon als schwere und wiederholte Verfehlung ansehen, wenn ein Autor sich nur einmalig mit einer Textänderung in den Artikel einbringt. Obwohl eine Textänderung, bevor sie für alle sichtbar wird, von Sichtern und Administratoren zuerst freigeschaltet werden muss, stufen Administratoren es als Vandalismus ein, wenn ein Autor vorschlägt, das Wort Verschwörungstheorie aus dem Artikel über Ganser zu entfernen. Mir drängt sich der Verdacht auf, hier will man unbedingt den Begriff Verschwörungstheoretiker mit Dr. Ganser auf der Wikipedia zusammenbringen. Und man nutzt dazu das Instrument der Vandalismusmeldung, um sachliche Korrekturen dieses Vorhabens abzublocken. Obwohl dieses hier laut Wikipedia-Regeln gar nicht erlaubt ist. Man bricht also die Regeln, damit der Eintrag zu Ganser möglichst abwertend bleibt. Neutrale Vorschläge werden abgeblockt. Für mich steht inzwischen Folgendes fest. Um den Wikipedia-Eintrag des Schweizer Historikers Dr. Daniele Ganser tobt ein erbitterter Edit-War. Auf der einen Seite finden sich Autoren, welche die Neutralität der Wikipedia durch das Wort Verschwörungstheorie als nicht gewahrt ansehen. Auf der anderen Seite finden sich die eben genannten Sichter und Administratoren, die Wikipedia-Benutzer umgehend sperren, falls diese es wagen, Unsachlichkeiten in Artikeln zu bemängeln. Die Sichter und Administratoren begründen ihre Ablehnung gegenüber neuen Textvorschlägen und auch das Sperren von Benutzerkonten in vielen Fällen mit dem Hinweis Socke oder Sockenpuppe. Aber was ist das überhaupt? Als Sockenpuppe bezeichnet man auf Wikipedia jemanden, der als Einzelperson unter falscher Identität, also falschen Namen, viele verschiedene Benutzerkonten anlegt, also vorgibt, mehrere Personen zu sein und dann versucht, die Deutungshoheit über einen Artikel zu erlangen. Es kann tatsächlich passieren, dass ein und dieselbe Person sich unter verschiedenen Spitznamen anmeldet und so tut, als ob verschiedene Beiträge von verschiedenen Personen stammen, obwohl alles nur von einer Person verfasst wurde. Der Sichter M. Burch hatte schon am 5.2.2015 den Verdacht, dass beim Artikel von Ganser Sockenpuppen aktiv sind. Also eine Einzelperson mit verschiedenen falschen Identitäten. Es wurde daher eine sogenannte Check-User-Überprüfung eingefordert. Diese ergab am 13. Februar 2015: Die Abfrage zeigte, dass der erwartete Sockenzoo um den Artikel zu Daniele Ganser nicht existiert. Vielmehr hat sich gezeigt, dass, bis auf zwei Ausnahmen, siehe unten, aus Check-User-Sicht kein einziges Konto eine Gemeinsamkeit mit einem anderen Konto aufweist.
Seitdem ist demnach allen Beteiligten am ganzen Artikel bekannt, dass hier tatsächlich viele einzelne Personen mit teils sehr selten genutzten alten Konten oder mit Neukonten immer wieder die Neutralität des Artikels Daniele Ganser einfordern. Wohlgemerkt, alle Konten verlangen nicht die Schönfärbung des Artikels, sondern bemängeln Unsachlichkeit und Parteinahme durch die genutzte Ausdrucksweise im Artikel. Besonders das Wort Verschwörungstheorie stößt wegen Unsachlichkeit bei allen inzwischen gesperrten Schreibern auf Ablehnung. Die Sichter wissen jetzt also nach dem Check-User-Antrag, dass beim Artikel von Ganser keine Sockenpuppe aktiv ist, sondern dass wirklich verschiedene Autoren eine neutralere Gestaltung des Artikels wünschen. Trotzdem stellen diese Sichter weiterhin Sperranträge mit dem Vermerk Ganser-Socke. Die Administratoren folgten dann diesen Sperranträgen und die Autoren, welche den Artikel von Ganser korrigieren wollten, wurden gänzlich von der Wikipedia ausgesperrt. Wir stellen also fest, beim Fall Ganser hält sich keiner der beteiligten Sichter und Administratoren an die Wikipedia-Richtlinien. Ein Gespann aus Sichtern, wie zum Beispiel Co-Pilot, Vieh und M. Burg, und Administratoren wie zum Beispiel JD, JKB und ITI überschreiten kontinuierlich ihre Befugnisse und protegieren den Artikel, sodass er in seiner bisherigen diskreditierenden Form bestehen bleibt. Sie vertreiben systematisch Neueinsteiger, indem sie das Verhalten der Neueinsteiger pauschal als Vandalismus bewerten und sie mit der falschen Begründung Sockenpuppe aussperren. Wie komme ich zu diesem Ergebnis? Hier kommt die detaillierte Analyse. Der Wikipedia-Eintrag zu Daniele Ganser existiert nun schon seit 10 Jahren. Er wurde am 28. September 2005 angelegt. Damals war Ganser Dozent für Zeitgeschichte an der Universität Basel. Nachfolgend entwickelte sich der anfangs kleine Rumpfartikel unter Mitarbeit verschiedener Autoren im sachlichen Umfeld immer weiter. Es wurden Texte ergänzt und redigiert. In den ersten Jahren, 2005 bis 2008, zeigt der Eintrag insgesamt eine sehr positive Entwicklung, wie wir sie bei der überwiegenden Mehrzahl der Wikipedia-Artikel ebenfalls beobachten können. Im Juni 2008 taucht im Artikel erstmals auf, dass Daniele Ganser sich mit den Anschlägen vom 11. September 2001 beschäftigt. Am 2. September 2009 greift erstmals der Sichter Vieh in den Artikel ein und versucht, möglichst kritisches Material in den Artikel einzuarbeiten. Der Historiker Gregor Schölgen verriss es, weil hier auf spärlicher Quellenbasis das tatsächliche Ausmaß der Stay-Behind-Aktivitäten grotesk überzeichnet würde. So fantasiere Ganser über geheimen deutschen Nazi-Stay-Behind-Armeen in Divisionsstärke, während es sich in Wahrheit noch in den 60er Jahren um nicht einmal 100 hauptamtliche Mitarbeiter und etwa 500 Helfer gehandelt habe. Die Taz urteilte, Ganser bewege sich mit seiner These, Gladio stecke auch hinter dem Oktoberfestattentat von 1980 auf dünnem Eis. Interessant ist hier, wer im Buch von Ganser mit dem Titel NATO-Geheimarmeen in Europa nachliest, findet nirgends die Behauptung, die Stay-Behind-Armee in Deutschland habe Divisionsstärke gehabt, wie Schölgen hier behauptet. Zum Vergleich, Schölgen schreibt: Während Ganser für die 50er Jahre von geheimen deutschen Nazi-Stay-Behind-Armeen in Divisionsstärke ausgeht, sprechen andere für die 60er Jahre von weniger als 100 hauptamtlichen BND-Mitarbeitern und etwa 500 Helfern. Schölgen kennzeichnet dabei geheimen deutschen Nazi-Stay-Behind-Armeen mit Anführungsstrichen als eindeutiges Zitat von Ganser. Dieses Zitat findet sich in Gansers Buch mit dem Titel NATO-Geheimarmeen in Europa, inszenierter Terror und verdrängte Kriegsführung auf der Seite 307. Dort und auf den umgebenden Seiten ist bei Ganser weit und breit nichts von Armeen in Divisionsstärke zu lesen, zumal es hier um einen vollkommen anderen Kontext, nämlich um Hessens Ministerpräsident August Zinn geht, der die NATO-Geheimarmeen im Landesparlament erwähnte. Ganser schreibt im Buch mit Bezug auf die Stay-Behind-Armee in Deutschland lediglich auf Seite 315, die Anzahl der Geheimdienstmitarbeiter lag damals bei 500. Ganser zitiert dies selbst aus einer von ihm angegebenen Quelle eines norwegischen Autorenteams um Ronald Bay und Finn Sju. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Und hier ist auch das zentrale Problem an Schölgens sogenannter Rezension in der FAZ. Schölgen gibt in der gesamten Rezension keine Quellenangaben, sprich genaue Seitenzahlen an.
Man kann seine Argumente nur mühsam mit elektronischer Hilfe überprüfen und findet dann auch noch falsche Angaben von Shulgin selbst. Diese Quelle ist sowohl als journalistische als auch als wissenschaftliche Quelle vollkommen ungeeignet, um es sehr höflich auszudrücken. Dieser Text dient anscheinend nur dazu, die Brisanz des Themas Stay-Behind-Armeen und damit zusammenhängende Terroranschläge zu verharmlosen. Gregor Shulgin wird übrigens im gleichnamigen Artikel zu seiner Person in der Wikipedia ebenfalls mangelhafte Quellenarbeit vorgeworfen. Auch wenn sich das auf einen anderen Zusammenhang bezieht und, wie wir bereits gelernt haben, die Wikipedia hier keine verlässliche Quelle darstellt, so sollte man derartige Kritik an Shulgins Arbeitsverhalten wenigstens als Anlass zu genaueren Nachprüfungen nehmen, bevor man seine Texte als Quellen in ein Lexikon wie die Wikipedia übernimmt. Der Sicht der Vieh hingegen, der scheinbar das Buch von Ganser nicht gelesen oder nicht gründlich genug gelesen hat, übernimmt die falschen Behauptungen von Shulgin jedoch ungeprüft. Wir werden später noch erfahren, dass Vieh tatsächlich promovierter Historiker ist. Von einem gelernten Historiker hätte ich professionellere Quellenarbeit erwartet. Bis 2014 entwickelt sich der Artikel nun wieder in einem produktiven, ruhigen Umfeld weiter. Alle Editoren halten sich zurück und argumentieren sachlich. Doch am 9. Januar 2014 ist der Frieden im Artikel zu Daniele Ganser vorüber. Es ist der Sichter Co-Pilot, welcher den Artikel Stück für Stück einseitig zu Ungunsten Gansers verändert. Als Sichter kann er von ihm selbst veränderte Textstücke sofort ohne weitere Prüfung einstellen. Seine erste Änderung ist mit dem Kommentar POV, Sprache von Truthern, versehen, was so viel heißt, dass nunmehr POV, also persönliche Sichtweisen, von sogenannten Truthern entfernt wurden. Dem Co-Pilot geht es also um das Thema 9-11, denn als Truther, übersetzt Wahrheitssuchende, werden in den USA und in Europa jene Menschen bezeichnet, welche der offiziellen Darstellung von 9-11 misstrauen und auch der von Präsident George Bush präsentierten Untersuchung wenig Glauben schenken. Unter den Truthern sind in den USA viele, die persönlich von den Anschlägen betroffen sind und Familienangehörige beim Attentat verloren haben. Hiernach brechen alle Dämme. In Teamarbeit mit Sichter Vieh werden von Co-Piloten nach und nach Details in den Artikel eingearbeitet, die Daniele Ganser letztendlich als Wissenschaftler diskreditieren sollen. Auch Gregor Shulgin mit seiner unrichtigen Darstellung zu Ganser Stay-Behind-Armee in Deutschland in angeblicher Divisionsstärke taucht nun wieder auf, diesmal ohne effektive Gegenwehr anderer Mitautoren. Das Ziel der Wikipedia als Lexikon ist aber, dass hier ein neutraler Standpunkt gewahrt bleiben sollte, insbesondere bei Abhandlungen über noch lebende Personen. Das würde bedeuten, dass sich Kritik und Lob im ganzen Artikel die Waage halten müssten. Das ist hier aber spätestens ab diesem Zeitpunkt vorbei. Mehrere Interventionsversuche vom Nutzer Eiswurfel werden final durch Co-Pilot mit dem Satz »Die Fakten sind belegt. Schluss jetzt!« unterbunden. Nun findet man diesen Satz im Artikel zu Daniele Ganser. Ferner vertritt er Verschwörungstheorien zum 11. September 2001. Ab diesem Zeitpunkt scheitern mehrere Interventionsversuche von verschiedenen Nutzern der Wikipedia, den negativ behafteten Begriff Verschwörungstheorien wieder aus dem Artikel zu entfernen. Die Sichter wehren alle diese Versuche ab. So wurde der Artikel zum Beispiel von der Administratorin Itti am 14. August 2014 in folgender Version für anonyme Edits gesperrt. Ferner verbreitet er Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 und stellt sie als diskutable wissenschaftliche Erklärung dar. Diese Aussage ist eine Synthese von Co-Pilots und einer nachfolgenden anonymen Formulierung. Die Begründung für die Teilsperrung: Vorher hatte ein anonymer Nutzer folgende Änderungen vorgenommen. Zitat. Ferner befasst er sich mit dem 11. September 2001. Entweder handelt hier Administratorin Itti vollkommen unreflektiert und desinformiert oder sie schützt absichtlich die falschen Formulierungen im Ganser-Artikel. Ganser wird inzwischen nach eigener Aussage per E-Mail von den Lesern seiner Bücher darüber informiert, dass er auf Wikipedia nicht fair behandelt werde. Man versuche ihn in ein schlechtes Licht zu rücken. Ganser, der bis zu diesem Zeitpunkt noch nie selber an seinem Wikipedia-Artikel geschrieben hat, leitet inzwischen das Swiss Institute for Peace and Energy Research, SIPER, in Basel.
Er gibt seinem Cyber-Mitarbeiter Alexandre de Roblot de Bourieux den Auftrag, ein Wikipedia-Benutzerkonto zu erstellen und die gröbsten Fehler und Anfeindungen im Artikel zu korrigieren. Bourieux registriert sich mit dem Benutzerkonto Cyber AG. Er legt also die Identität offen und versteckt sich nicht hinter einem Fantasienamen. Er kann zunächst den Admin-Fee überzeugen, einen Teil der vorgeschlagenen Änderungen zu übernehmen. Der Benutzer mit dem Konto Cyber AG korrigiert die Formulierung „Ganser greift Verschwörungstheorien auf" mit der neutralen Formulierung „Ganser untersucht die Terroranschläge vom 11. September 2001 kritisch". Doch diese Änderung wird von den Sichtern zurückgewiesen. Der Satz mit den Verschwörungstheorien bleibt im Text enthalten. Auch deswegen, weil sich am 30. Oktober 2014 der Sichter M. Burch zu Wort meldet und auch kleinste Änderungen an dem Satz unterbindet. Der Edit War wird nun immer intensiver. Beide Seiten versuchen, den ganzen Artikel in ihrem Sinne umzugestalten, wobei es stets um das Wort Verschwörungstheorie geht. Der Nutzer MXT schlägt am 16. Dezember 2014 um 19.58 Uhr folgende Version vor. Ganser greift die offizielle Darstellung zu den Ereignissen am 11. September 2001 in Aufsätzen und Vorträgen wegen offensichtlicher Unzulänglichkeiten an. Er kommentiert die Änderung mit dem Satz: Friedensangebot in einer wichtigen Formulierung. Aber auch diese Änderung kann nicht in der öffentlichen Wikipedia eingesehen werden, da der Artikel zwischenzeitlich mit Sichtungsvorbehalt teilgesperrt wurde. 2 Minuten später wird diese inoffizielle Änderung durch den Sichter M. Burch zurückgenommen mit dem Kommentar: Änderung 1368-43713 von MXT rückgängig gemacht. Keine Verbesserung und wie erwähnt wurde dies schon mehrfach auf der Diskussionsseite erörtert. Zunächst passiert nichts weiter mit MXT. Aber dann wird er plötzlich vom Administrator JD 1,5 Monate später, am 30. Januar 2015, gesperrt. Begründung? Kein Wille zur enzyklopädischen Mitarbeit erkennbar. Und das, obwohl er zwischenzeitlich nichts mehr zum Fall Ganser geschrieben hat. Damit brechen die Wikipedia-Sichter und Administratoren erneut die Wikipedia-Regeln ohne jede Konsequenz. Die neutrale Formulierung von MXT wird nicht angenommen. Das Friedensangebot ist sozusagen abgelehnt und zusätzlich wird MXT gesperrt. Der Sichter M. Burch tut alles, damit der Begriff Verschwörungstheorie im Artikel zu Ganser bestehen bleibt. Wenn jemand aber keine Zweifel daran hat, dass Ganser ein Verschwörungstheoretiker ist, dann ist dieser Autor für M. Burch glaubhaft. So schreibt M. Burch: Check-User für diese Konten ist also nicht notwendig. Sperre des ursprünglichen Nutzerkontos ist fragwürdig, da der Nutzer nicht daran zweifelt, ob Ganser ein Verschwörungstheoretiker ist. Siehe hier und die 3 darauf folgenden Änderungen daher bitte genauer differenzieren. M. Burch sagt hier also implizit auch, dass alle Nutzer, die Ganser nicht für einen Verschwörungstheoretiker halten, gesperrt werden sollen. Nun greift Daniele Ganser selbst in den Edit War ein. Nicht mit einem Wikipedia-Benutzerkonto, sondern in einem öffentlichen Vortrag zum Thema medial vermittelte Feindbilder und die Terroranschläge vom 11. September 2001, den er am 15. Dezember 2014 an der Universität Tübingen hält. Der Vortrag wird gefilmt und auf YouTube veröffentlicht, wo er inzwischen mehr als 270.000 Mal angesehen wurde. Daniele Ganser erklärt in der Vorlesung, dass die 9-11-Debatte nicht neutral sei und er sich insbesondere durch den Begriff Verschwörungstheoretiker persönlich angegriffen fühle. Er sei Historiker, Energieexperte und Friedensforscher, nicht Verschwörungstheoretiker. Hier ein Auszug aus der Vorlesung in Tübingen. Was jetzt läuft, ist Wikipedia. Wikipedia werde ich als Verschwörungstheoretiker angegriffen und Wikipedia ist seit 2001 am Laufen. Ja, also ist genau gleich alt wie 9-11. Und viele Leute hoffen, dass das eine freie Plattform ist, aber wir versuchen das immer wieder zu korrigieren. Das Ganze greift Verschwörungstheorien zum 11. September auf. Und wir versuchen hier zu schreiben, Ganser diskutiert die Anschläge vom 11. September kritisch. Und das kann man ja immer wieder reinschreiben, aber die anderen, wer auch immer sie sind, schreiben das immer wieder um. Also wenn jemand Zeit hat, in Wikipedia reinzuschreiben, schreiben Sie es auch immer wieder um. Weil das ist jetzt das Spiel. Okay? Das ist das Spiel. Okay? Sie müssen mir keine E-Mail schreiben, Sie können direkt in Wikipedia reinschreiben, weil das ist jetzt das Spiel. Wir werden sehen, wer gewinnt. Also wir schreiben natürlich immer wieder rein, aber wir müssen ja auch noch forschen, haben nicht immer diese Zeit. Und die anderen, die sich einloggen, die loggen sich anonym ein. Okay? Wir wissen nicht, wer das ist. Und die haben einen Kürzel. Und das ist nicht ganz fair. Ich stehe mit Name, Familie, Kinder, alles da und die anderen sind anonym. Also bitte.
kommt mal aus dem Unterholz raus. Die Sichter und Administratoren finden diesen Aufruf von Ganser zur Mitarbeit in der Wikipedia nicht gut. In ihren Augen rief Ganser damit zum Edit War auf. Ganser sieht das anders. Er sagt, der Edit War lief schon seit Januar 2014. Sein Mitarbeiter habe zuerst versucht, den abwertenden Eintrag schriftlich zu korrigieren, und zwar mit einem Wikipedia-Benutzerkonto. Doch dies sei nicht möglich gewesen, weil Sichter und Admins den Artikel kontrollieren und darauf bestehen, dass das Wort Verschwörungstheorie im Artikel stehen bleibt. Die Sichter und Administratoren verweisen hingegen darauf, dass der Begriff Verschwörungstheorie gerechtfertigt sei, zumal es dafür Literaturquellen gebe. Diese Quellen gibt es tatsächlich. Die Frage stellt sich aber, wie verlässlich diese Quellen sind, und vor allem ist fraglich, ob ein diskreditierender Begriff wie Verschwörungstheoretiker überhaupt in der Wikipedia im Hinblick auf die geforderte Neutralität statthaft ist. Wie hat nun Daniele Ganser die Änderung am Artikel wahrgenommen? Ich hatte Gelegenheit, ihn dazu zu befragen. Guten Tag, Herr Ganser. Guten Tag, Herr Fiedler. Es geht um Ihren Artikel in der deutschsprachigen Wikipedia. Dort ist Ihre Person mit einem sehr langen Text vertreten. Haben Sie den Artikel ursprünglich selbst geschrieben oder wer war das? Nein, ich schreibe nicht auf Wikipedia. Ich habe damals an der Universität Basel unterrichtet, die Studenten im Bereich Zeitgeschichte. Und das war ein Student oder eine Studentin an der Universität Basel, welche den Artikel eingestellt hat. Ich habe noch nie reingeschrieben. Das heißt also, habe ich richtig verstanden, Sie haben überhaupt noch nie Text in die Wikipedia geschrieben und Sie kennen sich auch gar nicht mit dem System und den Gepflogenheiten der Wikipedia aus? Nein, ich bin bei Wikipedia ein passiver Nutzer. Das heißt, ich schaue schon in die Wikipedia rein, wenn mich was interessiert. Oft ist es eigentlich Geografie. Also wenn ich eine Vortragsanfrage habe in Deutschland und es ist jetzt nicht gerade Frankfurt oder Berlin, sondern irgendein kleiner Ort, wo ich nicht weiß, ist der weit weg, dann gebe ich das auf Wikipedia ein und dann sehe ich, wo der Ort ist und dann überlege ich mir, ob ich zu diesem Ort hinfahre, um einen Vortrag zu halten. Das heißt, ich bin ein passiver Nutzer und ich habe noch nie in die Wikipedia reingeschrieben. In einer Veranstaltung an der Uni Tübingen, die zuletzt, ich glaube, im Ende Jahr 2014 lief, haben Sie am Ende Ihres Vortrags darauf hingewiesen, dass jemand in jüngster Zeit in der Wikipedia Ihren Artikel verändert. Und zwar besonders problematisch fanden Sie in den Änderungen einen Satz, und zwar lautet der: Daniele Ganser greift Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 auf und stellt sie als diskutable wissenschaftliche Erklärung dar. Das steht gleich im ersten Absatz zu Ihrem Artikel. Was ist denn da so problematisch dran? Nun, das Wort Verschwörungstheorie ist problematisch. Das ist so passiert, dass mein Wikipedia-Artikel ja vielleicht schon 10 Jahre existiert, aber im Jahre 2014 hat sich der verändert. Und da habe ich E-Mails bekommen von Menschen, die gesagt haben, ich kenne Ihre Vorträge, ich schätze Ihre Bücher, aber Ihr Wikipedia-Artikel, meine Güte, der ist miserabel. Da steht, Sie befassen sich nur mit Verschwörungstheorien und man rückt Sie so in die Spinnerecke, indem man eben sagt, ja, Verschwörungstheoretiker. Es steht nicht, ich sei ein Verschwörungstheoretiker, sondern es steht, greift Verschwörungstheorien auf. Und dann bin ich dem nachgegangen, habe auf der Wikipedia geschaut und da steht in der Tat, ich zitiere, ich habe mir das hier gerade angeschaut, Ganser greift Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 auf und stellt sie als diskutable wissenschaftliche Erklärungen dar. Das ist die dritte Zeile zu meinem ganzen Eintrag. Und weiter unten gibt es eine ganze Rubrik, ein Unterkapitel sogar, das heißt Verschwörungstheorien. Und da muss ich einfach sagen, da bin ich gar nicht damit zufrieden, weil ich untersuche Terrorismus. Das heißt, man könnte sagen, Ganser untersucht die Terroranschläge vom 11. September 2001. Ja, das kann man schreiben, oder man kann auch sagen, untersucht die Terroranschläge vom 11. September 2001 kritisch, kann man auch schreiben. Oder diese Unterrubrik, da könnte man schreiben, Terroranschläge vom 11. September 2001. Das wäre eine nüchterne, eine objektive Darstellung, wie ich sie eigentlich von Wikipedia erwarte. Ich meine, ich schätze im Wikipedia immer noch. Ich denke, man kann das vielleicht auch korrigieren. Aber man muss schon verstehen, dass ein Wissenschaftler den Begriff Verschwörungstheorie bitte nicht in seinem Wikipedia-Artikel sehen will, weil das ist in etwa so, wie wenn ein Handwerker, wenn da steht, er ist ein Pfuscher. Ja, ein Pfuscher, also auch jemand, der nicht gut arbeitet, nicht sauber arbeitet. Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, ich bin Historiker, ich bin Friedensforscher, ich bin Energieexperte und ich untersuche Terrorismus.
Die Leute, die das reingeschrieben haben, sagen ja, dass sie gar kein Friedensforscher sind, denn es gibt ja überhaupt keine Literatureinträge dazu. Also wir haben uns ja schon vor ungefähr 2 Monaten das erste Mal unterhalten, als ich angefangen habe, diesen Film zu machen, und da tauchte plötzlich der Satz Friedensforscher nicht mehr auf und wurde mit dem Kommentar gestrichen, es gibt dazu keine Literaturhinweise. Also es passieren merkwürdige Dinge auf meinem Wikipedia-Eintrag und ich habe mit Freunden darüber gesprochen. Ich habe gesagt, mein Wikipedia-Eintrag verändert sich, er wird schlechter gemacht, und ich habe dann anderen, die eben mehr sozusagen auf Wikipedia sich tummeln und dort auch immer wieder mal Artikel schreiben, habe ich denen gesagt, könntest du vielleicht mal in meinem Artikel schreiben, dass das Wort Verschwörungstheorie rausnehmen und eben reinschreiben, dass ich Terrorismus untersuche, das ist neutral. Und die haben das dann gemacht, und das Merkwürdige war, bei denen wurde ihr Benutzerkonto, man muss ja immer ein Benutzerkonto haben, so viel habe ich verstanden, wenn man bei Wikipedia schreiben will, bei denen wurde das Benutzerkonto gesperrt. Und da frage ich mich einfach, wer regiert da? Also wie kann es denn sein, dass mein Wikipedia-Artikel verbessert wird von jemandem? Und ich würde jetzt sagen, das ist objektiv verbessert. Das ist nicht nur meine Wunschliste, die hier abgearbeitet wird, sondern einfach das Wort Verschwörungstheorie hat bei 9/11 nichts zu suchen, sondern das sind in erster Linie Terroranschläge. Und das Wort Verschwörungstheorie wird eigentlich als Kampfbegriff benutzt. Und dann eben wird auch noch rausgestrichen, ich sei Friedensforscher, obschon ich ein Institut leite, das sich mit den Themen Energie und Frieden intensiv auseinandersetzt. Und obwohl ich in allen Interviews eigentlich immer die friedliche Konfliktlösung suche. Also ich habe einfach das Gefühl, jemand versucht mich auf Wikipedia anzugreifen. Wer das ist, weiß ich nicht, weil er nicht will, dass ich die Terroranschläge vom 11. September 2001 kritisch untersuche. Diesen Eindruck habe ich, und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Und so müsste man eigentlich das Phänomen 9/11 anpacken. Man müsste zuerst einmal vom Phänomen sprechen, das heißt, ganz untersucht die Terroranschläge vom 11. September 2001. Und dann kann man, und das darf man auch sagen, dann kann man darauf hinweisen, auch in Wikipedia, dass es einen Streit gibt, was dann wirklich da passiert ist. Tatsächlich stützen die Regeln der Wikipedia Gansers Meinung. Es steht dort Folgendes zu Persönlichkeitsrechten. Beiträge zu diesem Artikel müssen die Wikipedia-Richtlinie für Artikel über lebende Personen einhalten, insbesondere die Persönlichkeitsrechte. Eventuelle strittige Angaben, die nicht durch verlässliche Belege belegt sind, müssen unverzüglich entfernt werden, insbesondere wenn es sich möglicherweise um Beleidigung oder üble Nachrede handelt. Auch Informationen, die durch Belege nachgewiesen sind, dürfen unter Umständen nicht im Artikel genannt werden. Ich habe versucht, die Sicht der Vieh- und Co-Pilot als Hauptakteure im Artikel Daniele Ganser zu diesem Thema zu befragen. Leider bekam ich auf meine schriftlichen Anfragen von beiden keine Antwort. Daher können wir ihre Sicht der Dinge hier leider nicht zeigen. Stattdessen müssen wir am 4.9.2015 feststellen, dass der Autor Co-Pilot die an ihn privat gerichtete E-Mail zur öffentlichen Diskussion in der Diskussionsseite zum Artikel Ganser eingestellt hat und auf der Seite selbst und in einer Antwort-E-Mail an mich auf die Wikipedia-Regeln verweist. Vieh antwortet auf diesen Eintrag, dass er eine nur unwesentlich weniger unverschämte Mail bekommen habe. Er fände es unglaublich, was sich manche Menschen einbildeten. Wir stellen dazu fest, die durch Co-Pilot und Vieh recht sportlich ausgelegten Regeln der Wikipedia hören spätestens da auf, wo dieser Dokumentarfilm anfängt. Wir nehmen darüber hinaus zur Kenntnis, dass Co-Pilot und Vieh damit den Erhalt unserer Anfragen bestätigt haben. Geht es nun wirklich um den Artikel Daniele Ganser? Ich bekomme Zweifel. Und dann finde ich einen Hinweis. Wie schon im Antrag ausgeführt, steht die gehäufte Sockenaktivität im Artikel Daniele Ganser mit externen Interviews und Vorträgen Gansers, unter anderem mit Ken Jebsen, in zeitlichem und sachlichem Zusammenhang. Der Schaden für WP ist evident. Attacken aus dem POV, der persönlichen Sichtweise, der dargestellten Person machen eine dem NPOV neutralem Standpunkt verpflichtete Artikelverbesserung unmöglich, binden Zeit, Raum und Kraft anderer. Das strahlt in das ganze Themenumfeld aus, da Ganser dann anderswo als Kronzeuge für 9/11 VS-Thesen bzw. ihre Glaubwürdigkeit benutzt wird oder werden kann. Fußnote 12.
Lesen wir in der angegebenen Fußnote Nummer 12 nach, finden wir tatsächlich Folgendes. Hier steht tatsächlich Dr. Ganser als Referenz. Ein Beispiel, Zitat: Noch eine von Ganser genannte Quelle, Jörg Schneider, emeritierter Professor an der ETH Zürich, Institut für Baustatik und Konstruktion IBK. Nach meiner Meinung ist das Gebäude World Trade Center 7 mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt worden. Quelle Ganser, der erbitterte Streit um den 11. September, Tagesanzeiger am 9. September 2006. Ob die Zweifel an der offiziellen Interpretation des Anschlags gerechtfertigt sind, sich vielleicht sogar jedem Betrachter förmlich aufdrängen, darüber wird hier von Kopelut nicht nachgedacht. Oder ist das eventuell gar nicht seine Intention? Das eigentliche Problem, welches einige Sichter und Administratoren mit Dr. Daniele Ganser haben, hat Kopelut hier sehr anschaulich umschrieben. Hier zeigt sich also das wahre Bild des Problems. Es geht nicht primär um den Artikel zu Daniele Ganser. Unter den Kritikern, die die offizielle Sicht zu 9/11 anzweifeln, ist er lediglich einer derjenigen mit der höchsten Reputation. Man will hier offensichtlich nicht, dass Ganser als Kronzeuge für evidente Unstimmigkeiten zum Attentat vom 11. September genutzt werden kann. Daher ändert man den Artikel zur Person Ganser, und zwar so, dass man seine Glaubwürdigkeit in Frage stellt. Das scheint der Kern der Artikeländerung zu sein. Und da ist Ganser in sehr guter Gesellschaft. In der Wikipedia gibt es seit Ende 2013 eine Kategorie: Vertreter einer Verschwörungstheorie. Hier findet man eine Liste von vielen Personen, die allesamt als Verschwörungstheoretiker tituliert werden. Außer Ganser findet man hier auch zahlreiche andere bekannte Persönlichkeiten, die sich unter anderem auch sehr engagiert um eine Aufklärung der 9/11-Attentate oder um eine differenziertere Sichtweise auf andere Themen bemühen. Zum Beispiel ein Andreas von Bülow, Publizist und ehemaliger SPD-Politiker. Oder Christoph Hörstel, ein langjähriger erfahrener Auslandskorrespondent. Allerdings sind hier auch tatsächlich einige sehr problematische Persönlichkeiten versammelt, zum Beispiel der rechtsradikale Ernst Zündel, der 2007 unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt wurde. Insgesamt also ein zweifelhaftes Vergnügen, seinen Namen auf dieser Liste zu finden. Alle hier gelisteten Personen werden quasi als Spinner gebrandmarkt und mit tatsächlichen Holocaustleugnern gemeinsam aufgelistet. Hier stellt sich die Frage, ob diese Liste in dieser Form nicht bereits als üble Nachrede juristische Folgen haben könnte. Zu den Anschlägen von 9/11 gibt es ausschließlich Verschwörungstheorien, nichts anderes. Auch die offizielle Version der Bush-Administration ist eine Verschwörungstheorie, nämlich die offizielle Verschwörungstheorie. Doch Wikipedia tut sich schwer mit einer sachlichen Verwendung des Begriffs Verschwörungstheorie. Wir erinnern uns, im Artikel zu Verschwörungstheorien auf der Wikipedia steht der Satz: Der Begriff Verschwörungstheorie wird zumeist kritisch oder abwertend verwendet. Dieser Abschnitt war aber zwischenzeitlich deutlich länger. Hier stand ausgehend von einer Editierung des Nutzers XXX331 um 12.55 Uhr am 14. Februar 2015 folgendes: Der Begriff Verschwörungstheorie wird zumeist kritisch oder abwertend verwendet und kann gegebenenfalls ebenso wie andere moralisch besonders negativ belegte Begrifflichkeiten dazu missbraucht werden, die Reputation missliebiger Gegner öffentlich wirksam zu beschädigen, wie diese Taktik seit einiger Zeit auch von Geheimdiensten wie dem GCHQ bekannt geworden ist. Fußnote 1, 2, 3, 4 und 5. Die fünf Fußnoten zu diesem Absatz verweisen namentlich auf Artikel in Heise Online, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Deutschlandradio Kultur. Außerdem auf Artikel von Glenn Greenwald in The Intercept und Matthew Cole in NBC News. Zur Information: Glenn Greenwald begleitet und unterstützt derzeit Edward Snowden, den NSA-Whistleblower, der die massenhafte, anlasslose weltweite Spionage NSA an die Öffentlichkeit gebracht hat. Matthew Cole ist ein bekannter investigativer Journalist mit Spezialgebiet Geheimdienste. Alle Quellen in ihrer Gesamtheit machen auf den erfahrenen Mediennutzer einen äußerst verlässlichen Eindruck. Dem uns schon bekannten Sichter Vieh reicht das offensichtlich nicht. Er will nicht, dass der Wikipedia-Eintrag zum Thema Verschwörungstheorien diese Informationen enthält. 11 Minuten nach Bearbeitung von XXX331 löscht er den Text wieder und das mit dem Kommentar: Änderung 13883230 von XXX331 rückgängig gemacht.
Bitte nur reputable wissenschaftliche Literatur verwenden. Auch hierzu hätten wir Fee gerne befragt. Leider erhielten wir keinerlei Reaktionen auf unsere E-Mails. Die Sichter Fee und Co-Pilot sind beide auffällig häufig an Veränderungen des Artikels Verschwörungstheorie beteiligt, was man leicht aus der Versionsgeschichte des Artikels herauslesen kann. Daher ist es auch wenig überraschend, dass Fee auch am 2.1.2015 ähnliches Verhalten zeigte. Er löschte auch hier einen Hinweis auf einen recht informativen und ausgewogen formulierten Artikel im Heise Online Telepolis Portal zum Thema Verschwörungstheorien. Dieses Verhalten von Fee passt ins Gesamtbild und deutet auf ein viel größeres systematisches Problem von Wikipedia. Derartiges Verhalten von Sichtern und Administratoren findet man auffällig häufig in allen mit 9/11 zusammenhängenden Artikeln. Literaturquellen werden nur selektiv zugelassen. Eine sachliche Begründung für das Nichtzulassen des Heise Verlags zu erkennen, fällt dem Beobachter wirklich schwer. Der Heise Verlag veröffentlicht beispielsweise das renommierte CT Computermagazin, welches regelmäßig durch gut recherchierte Artikel im Bereich Computer und Politik zu Informationstechnologien auffällt. Im Telepolis Magazin auf heise.de werden ebenso regelmäßig politische Themen sachlich und fundiert diskutiert und beleuchtet. Für Fee alles kein Grund, den Heise Verlag als reputable wissenschaftliche Literatur zuzulassen. Vielleicht, weil heise.de für Fee eher als Zeitung denn als wissenschaftliche Quelle zu sehen ist? Nein, so argumentiert Fee an anderer Stelle nicht. Fee hat keine Probleme damit, zu Daniele Ganser Zeitungsartikel als Quellenangaben zuzulassen. Was meint er also genau mit reputabler wissenschaftlicher Literatur? Es geht hier offenbar darum, eine ganz bestimmte Meinung durch Wikipedia zu transportieren, nämlich die offizielle Sichtweise der amerikanischen Administration zu 9/11. Sachliche Argumente, seien sie auch noch so gut mit Literatur belegt, werden nicht zugelassen. Da stört der Heise Verlag ganz offensichtlich. Nutzer, die dann nochmal nachhaken, werden umgehend gesperrt. Genau dieses Verhalten beanstandete auch der freie Journalist Paul Schreier. Er schrieb in einem Artikel am 2.3.2014 in Telepolis auf heise.de unter anderem: Doch Wikipedia ist ja bekanntlich eine offene Enzyklopädie. Jeder kann teilnehmen und sein Wissen einbringen. Warum also nicht auch ein Journalist, vielleicht sogar einer, der mehrere Sachbücher zum Thema veröffentlicht hat? Dachte ich. Doch Bekannte und Kollegen rieten mir ab. Ich solle bloß die Finger davon lassen. Aussichtslos. Ich würde enden wie Don Quixote. Das Online-Lexikon wäre längst bekannt als Church of Wikipedia. Dissens, insbesondere bei 9/11, sei unerwünscht und würde umstandslos entfernt. Und weiter? Zunächst ergänzte ich den fünfzeiligen Verschwörungstheorie-Passus im Hauptartikel. Ich erwähnte die über 2000 Architekten und Ingenieure von AE 9/11 Truth und die Tatsache der Folterverhöre von Hauptzeugen der 9/11-Planung. Als Beleg verlinkte ich den 9/11 Commission Report, Seite 146, der an dieser Stelle einräumt, dass die Commission selbst keinen direkten Zugang zu diesen Zeugen hatte. Zurückhaltend schloss ich: Viele Skeptiker schließen daraus, dass die eigentliche Planung der Anschläge bis auf Weiteres als unaufgeklärt zu gelten habe. Sie fordern daher eine neue Untersuchung. Innerhalb von 3 Minuten wurde der Beitrag von Paul Schreier wieder gelöscht. In der zugehörigen Diskussion werden sachliche Beiträge des Journalisten nicht zugelassen oder es wird diesen umgehend komplett widersprochen. Beiträge gegen den Journalisten Paul Schreier fallen nicht selten sehr aggressiv aus. Unter anderem lesen wir dort: Und falls du nochmals vergisst, deinen Senf zu signieren, wird er diskussionslos abgeräumt. Auch dieser recht unfreundliche Kommentar stammt von Co-Pilot. Wir sprachen mit Paul Schreier und befragten ihn zu seiner persönlichen Rezeption der Ereignisse auf Wikipedia. Guten Abend, Herr Schreier. Ja, guten Abend, Peter. Sie haben vor circa einem Jahr versucht, in der Wikipedia sich an dem Schreiben eines Artikels zu beteiligen, haben versucht, diesen Artikel zu ergänzen. Können Sie mal aus Ihrer eigenen Sicht schildern, was Ihnen dort widerfahren ist? Ja, also es war so, ich bin freier Journalist und Autor und habe mehrere Bücher zum Thema 9/11 geschrieben in den letzten Jahren und habe mir halt irgendwann auch in diesem Zusammenhang natürlich den Wikipedia-Artikel zu 9/11 mal angeschaut und dabei ist mir aufgefallen, dass halt die alternativen Deutungen zu diesem Ereignis im Artikel nur ganz am Rande erwähnt werden und auch eher abwertend erwähnt werden. Und da dachte ich, vielleicht mit meiner Erfahrung als Autor und zu dem Thema kann ich vielleicht etwas beitragen im Wikipedia-Artikel.
habe dann im vergangenen Jahr eine Anfrage gemacht in Wikipedia auf der Diskussionsseite. Ich würde gern mitschreiben an dem Artikel, ist das okay? Und dann bekam ich auch ein freundliches Feedback und habe dann einen ganz kleinen Absatz ergänzt zum Thema Verschwörungstheorien. So ist ja dieser, so werden ja die alternativen Deutungen bezeichnet. Und diese Änderung war aber nur 3 Minuten online, dann wurde sie sofort zurückgenommen und dann ging so ein Kleinkrieg los, der zog sich über 2 Wochen hin. Und das war für mich so interessant, dass ich daraus dann einen Artikel gemacht habe, der dann bei Telepolis erschienen ist. Welche Schreiber in der Wikipedia sind Ihnen da in Erinnerung geblieben? Welche sind Ihnen besonders aufgefallen während dieses Kleinkriegs, wie Sie sagen? Oh, das ist jetzt schon ein Jahr her. Ich weiß noch, mein Hauptgegner, sage ich mal in Anführungszeichen, der nannte sich Co-Pilot. Der war auch fachlich sehr fundiert, der war offenkundig gut im Stoff und hat mir sehr ausführlich Erwiderungen geschrieben. Und sein Ziel war offenkundig, die Diskussion abzuwürgen. Also er wollte nicht, dass Änderungen im Artikel erscheinen. Er wollte, dass der Artikel so bleibt, wie er ist, und ist mir sehr vehementer entgegengetreten. Es gab noch einige andere, die ihn auch unterstützt haben. Die Namen sind mir jetzt nicht mehr alle präsent, aber es war auf alle Fälle, zog es sich über 2 Wochen etwa hin. 9/11 scheint ja offensichtlich das zentrale Streitthema zu sein, um das es hier geht. Was ist Ihre Rezeption zu 9/11 und was ist Ihre Wahrnehmung, wie dieses Thema in der Wikipedia transportiert wird? Also es gibt natürlich ganz viele Punkte. 9/11 ist ja inzwischen seit über 10 Jahren ein Forschungsgebiet für sehr viele Menschen und es gibt unzählige Punkte, über die man sich also ganz lang und breit diskutieren und verständigen könnte, und das ist auch notwendig, dass das geschieht. Für mich der Hauptpunkt ist eigentlich, und was ich auch darstellen wollte in dem Wikipedia-Artikel oder zumindest mal ansprechen wollte, ist, dass die offizielle Theorie, also so wie man es aus der Zeitung kennt, dass also Bin Laden dahinter steckt, dass es dafür eben keine schlüssigen Beweise bis heute gibt. Also es gibt eine Reihe von Indizien, dass halt einige der Attentäter mit Bin Laden in Verbindung standen. Und es gibt leider keine Indizien, oder was heißt leider, es gibt keine Beweise dafür, dass Bin Laden tatsächlich eine Flugzeugentführung am 11. September 2001 in Auftrag gegeben hat. Und das ist eigentlich der Kern der ganzen Sache. Und ich fände es positiv, wenn in der Wikipedia halt die verschiedenen Sichtweisen fair dargestellt werden, dass man sagt, es gibt eine offizielle Sichtweise, dafür gibt es die und die Belege, oder für die Teile dieser Sichtweise gibt es Belege, für diese Teile nicht. Und es gibt andere Erklärmodelle, die sind so und so. Und derzeit ist es aber leider so, dass in der Wikipedia, im 9/11-Artikel, die alternativen Sichtweisen eigentlich nur in einem Mini-Absatz eher abwertend erwähnt werden und alle anderen alternativen Thesen in einem Extra-Artikel ausgelagert worden sind. Der nennt sich dann Verschwörungstheorien zu 9/11. Und da tut man quasi so, als ob das eine ist die Wahrheit und das andere sind die Spinnereien. Und das wird der Komplexität des Themas eigentlich nicht gerecht. Was ist denn aus Ihrer Sicht an dem Wort Verschwörungstheorie so problematisch? Ja, das ist interessant. Also dieses Wort ist im Grunde zu einem Kampfbegriff geworden, kann man vielleicht sagen. Also Verschwörungen sind ja ein Alltag, sind Teil des Alltags. Verschwörungen gibt es in Politik, Wirtschaft, gibt es im Privatleben. Und eine Theorie über eine Verschwörung ist ja per se keine Spinnerei, sondern es gibt Verschwörungstheorien, die sind absurd. Und es gibt Verschwörungstheorien, da weiß man einfach nicht, stimmen sie oder stimmen sie nicht. Das muss einfach ermittelt werden. Es ist ja zum Beispiel so, in jedem Kriminalfall, wenn die Polizei ermittelt, gibt es Arbeitshypothesen. Das ist im Grunde ein anderes Wort für Verschwörungstheorien. Das heißt, die Leute wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was ist passiert, und man bildet Hypothesen und versucht abzuklären, wie kann es gewesen sein, wie nicht. Der Begriff Verschwörungstheorie wird nur politisch verwandt. Er wird so benutzt, dass eben bestimmte Dinge, die in eine nicht gewünschte Richtung gehen, als Spinnerei im Grunde bezeichnet werden. Und das ist schon rein sprachlich ein Problem, wie ich finde. In Bezug zum Artikel von Daniele Ganser taucht dieses Wort Verschwörungstheorien ja ebenfalls auf, und zwar in der Form, dass dort steht, Zitat, er greift Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 auf und stellt sie als diskutable wissenschaftliche Erklärungen dar. Wie würden Sie denn diesen Satz bewerten? Na, dieser Satz transportiert im Subtext, dass die alternativen Sichtweisen auf 9/11 eigentlich Unsinn sind. Das wird mit diesem Satz zwischen den Zeilen ausgesagt, und das ist ein Problem, weil man das in dieser Pauschalität nicht seriös machen kann. Was man machen kann, ist, man kann sagen, die und die Theorie zu 9/11, die ist offenkundig Unsinn. Aber zu sagen, alle Theorien,
die abweichen von der offiziellen sind Unsinn, einfach weil sie abweichen, das ist Dogmatismus. Das ist keine Wissenschaft und das ist auch kein offener Journalismus mehr. Das ist für mich das Problem bei einer solchen Aussage. Paul Schreier wurde also von Co-Pilot blockiert, der andere gerne mal diskussionslos abräumt, so wie er sagt. Wir kennen ihn schon gut von Wikipedia, und zwar zum Eintrag zu Daniele Ganser. Co-Pilot hat ca. 50% aller Textpassagen des Artikels zur Person von Daniele Ganser geschrieben. Er ist damit Hauptautor und das mit deutlichem Abstand vor den nächstwichtigsten Autoren, Berichtbestatter und Vieh. Bis jetzt ist mir klar geworden, auf Wikipedia regieren die Sichter und Administratoren. Andere Autoren, die ein Benutzerkonto haben, dürfen Vorschläge einbringen. Wenn diese den Sichtern und Administratoren aber nicht passen, werden die Vorschläge bestenfalls nur ignoriert. Wer also ist Co-Pilot, der einen derart großen Einfluss auf den Wikipedia-Artikel von Daniele Ganser hat? Ist er promovierter Historiker? Ist er sozusagen mit dem Mann auf Augenhöhe, den er dauernd kritisiert? Lehrt er auch an einer Universität? Es ist annähernd unmöglich, die wahre Identität der Sichter und Administratoren herauszufinden. Sie verstecken sich fast ausnahmslos hinter Pseudonymen. Aber es sind natürlich auch Menschen mit Name und Wohnort, und wenn man genügend gut recherchieren kann, kann man einiges über sie herausfinden. Sie hinterlassen digitale Spuren. Und Co-Pilot hinterlässt eine auffällig breite Spur. Der Sichter Co-Pilot hat zwischen dem 9. März 2011 und dem 12. März 2015 insgesamt ca. 49.000 protokollierte Einträge und Aktivitäten in der Wikipedia. Das sind im Schnitt 34 Wikipedia-Beiträge pro Tag. Rekordverdächtig. Im Januar 2015 brach er alle seine persönlichen Rekorde. Die Statistik weist hier insgesamt 2.513 Aktivitäten innerhalb von 30 Tagen auf. Das sind im Schnitt 81 Wikipedia-Aktivitäten pro Tag. Wie kann er zu all diesen Themen genau Bescheid wissen? Schaut man sich beispielsweise den 1. Januar 2015 genauer an, erkennt man, dass Co-Pilot morgens um 10.16 Uhr zur Pegida etwas schreibt. Danach folgen Einträge und sonstige Aktivitäten im 10-Minuten-Takt bis 11.58 Uhr. Nun macht Co-Pilot Mittagspause bis 14.13 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt schreibt er mit Ausnahme einer weiteren kleinen Pause zwischen 14.16 Uhr und 15.49 Uhr bis nachts um 23.30 Uhr, wieder durchgehend im 10-Minuten-Takt. Am nächsten Morgen des 2. Januar 2015 beginnt seine Aktivität in der Wikipedia um 7.32 Uhr mit Löschungen von Beiträgen in der Diskussion zur Pegida. Ab jetzt schreibt er wieder durchgehend bis 9.51 Uhr. Dieser Tagesablauf korreliert mit den allermeisten anderen Tagen der letzten 4 Jahre. Er schreibt zur Pegida, zu 9/11, zum Einsturz des World Trade Center 7 beim 9/11, zur 9/11-Kommission, zum Massaker von Katyn, zum Testimonium Flavianum, zur Diskussion zu Osama bin Laden, zu Able Danger, zum NATO-Doppelbeschluss, zum Irakkrieg, Schwerter zu Flugscharen, Benno ohne Sorg, Karl-Heinz Kuras, zum Holocaust, zur Plagiatsaffäre Gutenberg, zur Todesstrafe, zum Linksfaschismus und demokratischen Sozialismus, zu Eva Herrmann, Rosa Luxemburg, Papst Franziskus, zur Feindesliebe und Jesus von Nazareth, zu Stay Behind Organisation und natürlich auch zu Daniele Ganser. Co-Pilot kann buchstäblich zu Gott und der Welt etwas beitragen. Er schreibt an Werktagen, an Wochenenden, an Sonntagen, an Feiertagen, sogar regelmäßig zu Weihnachten und Ostern. Er hat in den Jahren 2011 bis 2015 zu allen Weihnachtsfesttagen vom 24. bis zum 27. Dezember fleißig in die Wikipedia geschrieben. Er macht fast nie Pause. Wer auf Wikipedia schreibt, macht dies gratis, ohne Bezahlung, so zumindest der Grundgedanke dieser amerikanischen Online-Enzyklopädie. Wir haben zu diesem Sachverhalt nunmehr 4 Thesen. These 1. Co-Pilot ist alleinlebend und arbeitslos. Aufgrund der außerordentlich hohen Online-Zeiten ist sein Sozialleben wahrscheinlich erheblich eingeschränkt. These 2. Co-Pilot teilt sich den Account mit einer oder zwei anderen Personen, sodass alle zusammen jeden Tag an der Wikipedia aktiv sind. Hier stellt sich die Frage, zu welchem Zweck das erfolgt. These 3. Co-Pilot geht tatsächlich einer geregelten Arbeit nach, nämlich dem Schreiben für Wikipedia. Er bekommt Geld dafür. Hier stellt sich die Frage, von wem ist das Geld? These 4. Co-Pilot kann sich keinen ausreichenden Überblick über die Themen verschaffen, zu denen er etwas schreibt.
Dafür ist er zu lange mit verschiedensten Aktivitäten innerhalb der Wikipedia beschäftigt. Und natürlich steht auch immer die ungute Vermutung im Raum, dass die Geheimdienste versuchen, die Texte auf Wikipedia umzuschreiben. Edward Snowden, der auch für die NSA gearbeitet hat, wies explizit darauf hin, dass der Cyberwar das Internet längst erfasst hat. Heise Online schreibt dazu: Der GCHQ und die NSA versuchen, Debatten im Internet zu infiltrieren, zu kontrollieren und zu manipulieren, um ihre Ziele durchzusetzen. Das ergebe sich aus Dokumenten des NSA-Whistleblowers Edward Snowden, die der US-Fernsehsender NBC in den vergangenen Wochen enthüllt hat, erklärt Glenn Greenwald. Arbeitet Co-Pilot für einen Geheimdienst? Ich wusste es bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sicher war bis dahin nur, dass Co-Pilot die Glaubwürdigkeit von Ganser herabsetzen will. Auf eine Whois-Anfrage von M. Burch hat er erklärt, Ganser dürfe auf keinen Fall als Kronzeuge der kritischen Hinterfragung zu 9/11 dienen. So schrieb Co-Pilot: Das strahlt in das ganze Themenumfeld aus. Da Ganser dann anderswo als Kronzeuge für 9/11 VS-Thesen bzw. ihre Glaubwürdigkeit benutzt wird. Mein nächster Gedanke war: Arbeitet Co-Pilot eventuell wie ein Missionar nach eigener innerer Überzeugung, ohne Lohn und ohne jeden Kontakt zu den Geheimdiensten? Nach einem Tipp eines Informanten, der anonym bleiben möchte, konnte ich Co-Pilots früheres Leben in der Wikipedia rekonstruieren. Er schrieb früher unter dem Pseudonym Jesusfreund. Und jetzt wird's interessant. Über die Identität von Jesusfreund alias Co-Pilot wurde bereits etwas geschrieben, und zwar in der alternativen Online-Enzyklopädie Pluspedia. Studierter Theologe und ehemaliger Hausbesitzer, Graswurzler und Anarchosyndikalist ohne universitäre oder sonstige Qualifikationen als Historiker, Politologe oder Soziologe, welche ihn zum Nationalsozialismus-Experten befähigen könnten. Berufliche Aktivitäten nach 26 Semestern Studium anscheinend eher fraglich. So editiert Benutzer Jesusfreund nachvollziehbar an seinen Edits mehr oder weniger bis zu 16 Stunden rund um die Uhr und auch durchgehend in den Kernarbeitszeiten während der Woche. Und weiter steht hier: Seine Spezialität ist das Verschieben, Umformulieren und Löschen von Diskussionsbeiträgen anderer. Auch manipulierte Referenzen und Quellen konnten ihm nachgewiesen werden. Aufgrund seiner guten Vernetzung mit Gleichgesinnten in der Wikipedia ist Benutzer Jesusfreund für Administratoren inzwischen allerdings praktisch unsperrbar. Seine fortwährenden Beleidigungen anderer Benutzer werden von den Administratoren der Wikipedia inzwischen offen geduldet. So bezeichnete Benutzer Jesusfreund den Benutzer Dr. Robert Schedewi auf dessen Benutzerseite als Schwafler und Wichtigtuer, der dummes Zeug labert, als Heuchler, Hochstapler und Mensch, der andere Benutzer verleumden würde. Wir halten fest: Co-Pilot ist Jesusfreund und Wikipedianer der fast ersten Stunde. Sein Verhalten ist auch innerhalb der Wikipedia schon ca. 30 Mal Thema von Vandalismusmeldungen gewesen. Immer wieder geht es um sein Verhalten als Artikeleigentümer. So titulierte ein anderer Autor entnervt sein Verhalten. Sein Konto wurde tatsächlich mal zeitweilig gesperrt. Daraufhin legte er sich ein neues Konto mit dem Pseudonym Gradliniger zu. Auf der Benutzerseite schrieb er folgendes: Wikipedias Hauptproblem Nummer 1 sind Faulenzer, Schwafler, Wichtigtuer und Konfliktsucher, die keine Ahnung von einem Thema haben, sie auch nicht anzueignen versuchen und hauptsächlich wegen ihrer asozialen Konfliktsucht dabei sind. Hauptproblem Nummer 2, Admins, die solchen Usern ständig den roten Teppich ausrollen und zu feige sind, sachlich notwendige und richtige Entscheidungen zu treffen, die für sachliche Diskussionen sorgen. Jetzt ergaben sich für mich weitere Vernetzungen. Ich fand tatsächlich in einer weiteren Quelle einen Hinweis auf Jesusfreund. Jesusfreund ist das Pseudonym von Gerhard Sattler in der deutschen Wikipedia. Es handelt sich um den Antifa-Aktivisten Gerhard Sattler aus Melle. Früher wurde unter dem genannten Benutzernamen sogar eine Sysop- bzw. Administratorfunktion ausgeübt. Die Adminrechte wurden aber entzogen. Eigenen Angaben zufolge ist Jesusfreund aktiver Musiker und Dozent in einem Musikfachbereich an einer Uni. Jesusfreund führte sich in der Wikipedia als Platzhirsch auf und drohte in regelmäßigen Abständen trotzig mit seinem Rückzug aus dem Projekt. Jesusfreund ist Gerhard Sattler. Das ist sehr aufschlussreich. Anscheinend will hier unbedingt jemand den Gerhard Sattler enttarnen. Wer das sein könnte, wird relativ schnell klar.
Herr Sattler hat sich in der Vergangenheit offensiv gegen einen Ankauf von Gebäuden durch die NPD in Melle gewendet. Hier wurde er offensichtlich durch jemanden aus der rechten Szene enttarnt. Die Macher der Metapedia sympathisieren ganz offen mit dem Nationalsozialismus. Diese Scheinenzyklopädie scheidet deshalb als Literaturquelle für Recherchen vollkommen aus. Man kann sie allenfalls als Negativbeispiel dafür sehen, was mit Artikeln passiert, wenn man keinen neutralen Standpunkt wahrt. Ausnahmsweise hilft uns der Artikel zu Jesus Freund in unserem speziellen Fall aber tatsächlich weiter. Sattler soll laut Metapedia aktiver Musiker sein und an einer Universität arbeiten. Gibt man nun in einer Suchmaschine die Stichworte Gerhard Sattler Melle ein, findet man folgende Ergebnisse. Im nächsten Umkreis von Melle liegt die Universität Osnabrück. Ich suche also im Personenverzeichnis der Universitäten nach seinem Namen. Und ich werde fündig. Mein nächster Gedanke? Vielleicht ist er sogar als Instrumentallehrer an der Universität Osnabrück. Er ist hier tatsächlich als Klavierlehrer angestellt. Und wie es der Zufall will, seine hier angegebene E-Mail-Adresse lautet copilot4@googlemail.com. Wir können also festhalten, Copilot ist Jesusfreund, ist Gerhard Sattler, ist Copilot. Auch ein Blick auf die Artikel, die Gerhard Sattler als Jesusfreund editiert hat, unterstützt das Bild. Betreffend der Übergangsphase zwischen den beiden Konten Jesusfreund und Copilot um das Datum 9. März 2011 finden wir in beiden Konten einen sehr ähnlichen Themenkanon. Beispielsweise tauchen beim Thema 9/11 beide Konten als maßgebliche Autoren in der Statistik auf. Wir können festhalten, Gerhard Sattler ist ein ganz normaler Mensch, hat tatsächlich eine Anstellung und schreibt neben seiner Tätigkeit in der realen Welt noch außerordentlich viel, nämlich bis zu 10 Stunden am Tag, in die Wikipedia. Wie er dieses Arbeitspensum tagtäglich durchhält, ist uns allerdings ein großes Rätsel. Gerhard Sattler alias Copilot alias Jesusfreund haben wir es auch zu verdanken, dass Dr. Ganser in die Nähe von Holocaustleugnern gerückt wird. Wie das geht? Ganz einfach. Er schreibt: Im Juli 2014 hielt Ganser einen Vortrag über verdeckte Kriegsführung bei der von Ivo Sasek gegründeten Antizensurkoalition, AZK. Auf Kritik antwortete er, er habe Sasek nicht gekannt und nicht gewusst, dass dieser zuvor auch Holocaustleugner auftreten ließ. Was bedeutet dieser Satz? Es gibt hier einen Subtext, der zwischen den Zeilen recht deutlich zu erkennen ist. Ivo Sasek ist jemand, der auch Holocaustleugnern ein Forum bietet. Und Daniele Ganser hatte keine Probleme damit, bei einer von Ivo Sasek geleiteten Veranstaltung aufzutreten. Somit gilt, Ivo Sasek steht Holocaustleugnern nahe, Daniele Ganser steht Ivo Sasek nahe. Ergo steht Daniele Ganser auch Holocaustleugnern nahe. Diese Art von Rhetorik erfüllt nach meinem Empfinden schon den Tatbestand der üblen Nachrede. So etwas findet man sonst nur in schlechtesten Boulevardgazetten. Wie unsinnig derartige Verknüpfungen sind, ist wahrscheinlich jedem klar. Dass dieser Satz tatsächlich aus einem Zeitungsartikel stammt, macht die Sache nicht besser. Es ist und bleibt eine Variante des Sprichworts »Spiel nicht mit den Schmuddelkindern«. Die Wikipedia soll aber im Gegensatz zu Zeitungen einen neutralen Standpunkt wahren. Das ist hier nicht gegeben. Warum? Unabhängig von den persönlichen Überzeugungen der Person Sasek muss überprüft werden, ob Daniele Ganser tatsächlich als Holocaustleugner einzuordnen wäre. Dazu gibt es aber weder in der Biografie Gansers noch in Primärliteratur von Ganser oder Sekundärliteratur über Ganser auch nur den kleinsten Hinweis, abgesehen vom besagten Zeitungsartikel. Hier zeigt sich abermals, wie leichtfertig Autoren in der Wikipedia mit Textquellen umgehen. Textquellen werden hier offensichtlich nicht weiter geprüft. Denn liest man in der angegebenen Textquelle genauer nach, so wird recht schnell klar, dass der Zeitungsartikel Ganser nicht als Holocaustleugner einordnet. Hier steht tatsächlich Folgendes. Zitat: Ganser sprach bei der AZK-Konferenz über verdeckte Kriegsführung und bot einen Blick hinter die Kulissen der Machtpolitik. Dass ihm dabei nicht ganz wohl war, bekannte er gleich zu Beginn seines Auftritts. Er sagte demnach, er habe Sasek nicht gekannt und nicht gewusst, dass an früheren Konferenzen Holocaustleugner wie Bernhard Schaub oder Silvia Stolz aufgetreten waren. Zitat Ende. Das Problem an dieser Aussage ist, Daniele Ganser ist zu keinem Zeitpunkt seiner gesamten Rede auf Bernhard Schaub, Silvia Stolz oder das Thema Holocaustleugnung eingegangen. Man kann sich die ungeschnittene Rede auf YouTube zum Vergleich ansehen und das nachprüfen. Entweder bezieht sich hier der Autor dieses Zeitungsartikels auf eine andere Gegebenheit oder dieser Passus entspricht nicht der Wahrheit.
Ergebnis: noch eine unglaubwürdige Quelle, die den Einzug in die Wikipedia gefunden hat. In der Wikipedia ist das Zitat zusätzlich sinnentstellt aus dem Kontext des WOZ-Zeitungsartikels gerissen und rückt Daniele Ganser implizit in die Nähe von Holocaustleugnern. Außerdem stellt sich nun bei Nachprüfung heraus, dass Dr. Ganser den ihm unterstellten Text so nie gesagt hat. Co-Pilot handelt hier entweder mit voller Absicht und oder ihm fehlen vollends die nötigen Fähigkeiten, insbesondere die Sorgfalt im Umgang mit Textquellen. Dieser eklatante Fehler reiht sich ein in eine ganze Kaskade von falschen Zitaten im Ganser-Artikel, von denen wir hier im Folgenden nur eine Auswahl zeigen können. Wir erinnern uns, Daniele Ganser wies auf ein spezielles Unterkapitel im Wikipedia-Artikel zu seiner Person hin. Das Unterkapitel nennt sich Verschwörungstheorien. Hier wird in der Version vom 29.08.2015 zunächst über ungefähr die Hälfte des Absatzes neutral im Konjunktiv über Gansers Aussagen zu 9/11 berichtet. Sieht man einmal von der Unsachlichkeit des Begriffs Verschwörungstheorien selbst ab. Danach kommt ein in etwa gleich langer Abschnitt mit Kritik zu Ganser. Dort steht: Dagegen lehnten Vertreter der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich und der Universität Zürich, wo Ganser angestellt war, seine 9/11-Thesen ab. Sie betonten 2006 öffentlich, seine Aussagen dazu gehörten nicht zu seinem wissenschaftlichen Aufgabenbereich und seien Privatansicht. 35. Kurz darauf beendete die ETH Zürich das Beschäftigungsverhältnis. Der Literaturverweis 35 führt zu folgender Quellenangabe: ETH und Uni Zürich gehen auf Distanz zu Verschwörungstheoretiker. In Sonntagszeitung vom 17. September 2006. Faksimile. An dieser Literaturquelle sind gleich mehrere Dinge nicht richtig. Zunächst einmal ist die Quellenangabe in ihrer Form unvollständig und in sich nicht korrekt. Tatsächlich hatte ich zunächst Schwierigkeiten, diese Sonntagszeitung unter all den verschiedenen Sonntagszeitungen im deutschsprachigen Raum richtig zuzuordnen. Was bei einer Zeitschrift Spiegel oder FAZ als Auslassung noch entschuldbar wäre, geht hier nicht. Es fehlt der Herausgeber und die Stadt. Auch sollte der Autor dem Titel vorangestellt sein. Klickt man auf den Link, wird man, für das Internetzeitalter recht untypisch, nicht auf einen Text, sondern auf ein Foto bei Flickr weitergeleitet, auf der eine Seite der Zeitung abgebildet ist. Hier stellt sich heraus, dass auch der Titel nicht ganz richtig übernommen wurde. Immerhin, mit Hilfe des Fotos kann man die Literaturangabe vervollständigen. Sie sollte lauten: Christian Maurer, Andrea Bleicher, ETH und Uni gehen auf Distanz zu Verschwörungstheoretiker. Experten bezeichnen Aussagen des Historikers Daniele Ganser als völlig absurd. In Sonntagszeitung Tamedia AG, Zürich vom 17.09.2006. Seitenangaben leider unbekannt. Im Artikel wird nun ein Viktor Maurer folgendermaßen zitiert: Dass Ganser mit seinen völlig absurden Ideen, so Stellvertreter Viktor Maurer, mit der ETH in Verbindung gebracht wird, ärgert die Chefs der renommierten Forschungsstelle. Interessant wird es, wenn man sich genauer über den Viktor Maurer informiert. Man findet dann Folgendes: Knallauffall musste der stellvertretende Leiter der Forschungsstelle für Sicherheitspolitik der ETH Zürich am Donnerstag sein Büro räumen. Der 43-jährige Viktor Maurer hatte missbräuchlich einen Doktortitel verwendet, wie der Tagesanzeiger aufdeckte. Maurer war am Mittwoch von einem Mitarbeiter entlarvt worden. Diese Veröffentlichung geht zurück auf einen Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung vom 3.7.2011. Die Seite der NZZ ist seit nunmehr ca. 4 Jahren leicht über eine Suchmaschine im Netz zu finden. Hier stellt sich die Frage, warum innerhalb der Wikipedia diese Quelle niemandem bekannt ist. Viktor Maurer, hier ein Kronzeuge gegen Ganser, hat also seine Angaben zu seinen akademischen Abschlüssen frisiert. Ausgerechnet dieser Viktor Maurer attestiert Daniele Ganser völlig absurde Ideen. Ist das eine glaubwürdige Quelle? Wohl eher nein. Und zu allerletzt ist die Aussage in der Wikipedia: Kurz darauf beendete die ETH Zürich das Beschäftigungsverhältnis. So ebenfalls nicht durch die Quelle gedeckt. Dort steht, als sein Projekt dieses Jahr auslief, wechselte er an die Universität Zürich. Ein auslaufendes Projekt ist in der Regel mit einer Anstellung auf Zeit verbunden. Eine nicht verlängerte Anstellung auf Zeit an einer Universität ist leider heutzutage Alltag für Akademiker und wird regelmäßig praktiziert. Die Formulierung der Wikipedia unterstellt missverständlich, und das wahrscheinlich mit voller Absicht, dass ein Arbeitsverhältnis, welches noch länger hätte andauern sollen, wegen der Streitigkeiten mit Dr. Ganser vorzeitig beendet wurde.
Diesen Sachverhalt gibt die Textquelle aber nicht her. Hier setzen sich die dominierenden Wikipedia-Autoren des Ganser-Artikels abermals den begründeten Verdacht aus, dass sie nicht an einer objektiven Darstellung zur Person Ganser interessiert sind. Mittels des Online-Werkzeugs Wikiblame kann man sehr schnell herausfinden, wer zum ersten Mal eine bestimmte Formulierung in einen Wikipedia-Artikel eingearbeitet hat. Ich suche also mit Wikiblame die Formulierung ETH und Uni Zürich gehen auf Distanz zu Verschwörungstheoretiker und finde heraus, dass diese Passage vom Sichter Berichtbestatter am 19.06.2014 um 13.07 Uhr dem Artikel hinzugefügt wurde. Liest man um den 19.06.2014 die Diskussion zum Artikel Ganser, wird relativ schnell klar, dass zu diesem Zeitpunkt der Nutzer Berichtbestatter recht aktiv im Artikel ist. Auch ist es der Sichter Berichtbestatter, der am 7.05.2014 um 4.09 Uhr den Begriff Verschwörungstheorie erstmals in die Einleitung zum Ganser-Artikel hineinschreibt. Außerdem entsteht zwischen ihm und dem Nutzer Eiswürfel auf der Diskussionsseite ein Streit. Eiswürfel macht darin nachdrücklich mit zahlreichen Literaturverweisen, letztendlich aber erfolglos, auf die Problematik des Begriffs Verschwörungstheorie aufmerksam. Sein Plädoyer für die Formulierung alternative Theorien scheitert unter anderem auch an Fies Einwand vom 29.05.2014 um 13.31 Uhr, dass es sich dabei um verschleiernde Kopfsprache handele. Hier nimmt Fies offensichtlich Bezug auf den Kopfverlag, der unter anderem verschiedene Bücher zur Thematik 9/11 veröffentlicht. Auch der Kopfverlag bietet laut Berichterstattung der etablierten Medien eine Plattform für Verschwörungstheorien. Fies folgt also dem offiziellen Wording. In etwa zur gleichen Zeit versucht Sichter Fies auch in Diskussion mit Sichter Co-Pilot die Begrifflichkeit Verschwörungstheorie irgendwie im einleitenden Absatz des ganzen Artikels zu verankern. Offenbar scheint Fies hierfür innerhalb der Wikipedia-Autoren die treibende Kraft zu sein und Co-Pilot letztendlich nur sein Helfer. Positiv ist hier allerdings auch zu Co-Pilot anzumerken, dass sich dieser anfangs mit Verweis auf fehlende Literaturquellen weigert, die Begrifflichkeit Verschwörungstheorie in den einleitenden Absatz zu übernehmen. Co-Pilot schreibt: Wo ist das belegt? Fies antwortet darauf, Zitat: Weiß ich nicht. Muss wahrscheinlich auch nicht. Ganser ist einer der prominentesten deutschsprachigen Truther. Ich bin überrascht. Wir erinnern uns, für den Nachweis, dass der Begriff Verschwörungstheorie von Geheimdiensten bereits aktiv im Internet missbraucht wird, um die Reputation missliebiger Gegner öffentlich wirksam zu beschädigen, reichten Fies 5 Literaturquellen vom Benutzer xxx331 nicht aus. Aber um mal eben festzustellen, dass Ganser verschwörungstheoretische Ansichten zu 9/11 verbreitet, benötigt Fies keine einzige Literaturquelle, weil Ganser ja einer der prominentesten sogenannten Truther sei. Entweder braucht der promovierte Historiker Fies dringend Nachhilfe im Umgang mit Literaturquellen, oder man muss annehmen, dass Fies mit voller Absicht die Einarbeitung rufschädigender Textpassagen in den Ganser-Artikel vorantreibt. Der Abschnitt Verschwörungstheorien endet mit dem Satz: Der Politikwissenschaftler Markus Linden sieht bei Ganser eine politische Mission, keine wissenschaftliche Herangehensweise. An deren Stelle bevorzuge Ganser ein suggestives Herausstellen einzelner Aspekte. 32. Linden ordnet Ganser als Vertreter von Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 ein und zählt ihn neben dem Journalisten Matthias Bröckers zu den intelligenten Vertretern der 9/11-Wahrheitsbewegung, die sich nach eigenem Bekunden auf das Stellen von Fragen beschränken. 36. Auch hier sollte man sich die Textquellen genauer anschauen. Die Textquelle 32 verweist auf einen Artikel in der Zeitung Schweiz am Sonntag von einem Andreas Maurer. Hier findet man den Text »Politische Mission, keine wissenschaftliche Herangehensweise« ebenfalls als Zitat gekennzeichnet, ohne weitere Quellenangabe. Wir wissen nicht, in welchem Zusammenhang Markus Linden dies geäußert hat. War es ein Interview, war es ein Aufsatz oder ein Buch? Welches Buch war es? Das Problem ist, dass wir eine Aussage »keine wissenschaftliche Herangehensweise« haben, die nicht mit Daten bzw. wenigstens einem Beispiel als Bezugspunkt untermauert ist. Derartige Aussagen kann man allenfalls als Meinungsbekundung verstehen, aber nicht als belastbare wissenschaftliche Aussage. Insofern machen Andreas Maurer bzw. Markus Linden als Autoren hier genau das, was sie Ganser vorwerfen. Sie arbeiten nicht wissenschaftlich.
Gleiches gilt leider auch für die Quellenangabe Nummer 36, die auf einen Zeitungsartikel von Markus Linden selbst zurückgeht. Hier wird in einem Rundumschlag auf alle möglichen Deutungen zu verschiedensten Ereignissen der Weltgeschichte eingegangen. Außer dass wir nunmehr Markus Lindens abwertende Meinungsbekundung dazu lesen können, finden wir hier wenig Substanzielles. Markus Linden stellt Behauptungen auf, untermauert diese aber nicht mit Fakten. Er bringt zwar viele Zitate, leider fehlen hier auch die Quellenangaben zu den Zitaten. Wir können abermals nicht die Zitate mit dem Originalmaterial abgleichen. Dass Zitate auch vollkommen sinnentstellt verwendet werden, haben wir bereits bei Gregor Schölgen gesehen. Wir lesen bei Markus Linden unter anderem: Neben den vielen obskuren Ansätzen gibt es auch intelligente Vertreter der 9-11-Wahrheitsbewegung, die sich nach eigenem Bekunden auf das Stellen von Fragen beschränken. Dazu gehören der Schweizer Historiker Daniele Ganser. Hier können wir immerhin feststellen, dass Markus Linden Herrn Ganser tatsächlich als Verschwörungstheoretiker bzw. als Vertreter der 9-11-Wahrheitsbewegung einordnet. Wie viel Gewicht diese Aussage von Linden ohne eine substanzielle Auseinandersetzung seinerseits mit der 9-11-Thematik hat, sei dahingestellt. Co-Pilot alias Jesus-Freund ist der Klavierlehrer Gerhard Sattler. Das konnten wir herausfinden. Doch wer ist der Sicht der Vieh, der schon sehr früh den Eintrag zu Daniele Ganser negativ beeinflusste? Zur Identität von Vieh bekommen wir einen diskreten Hinweis, der uns zur Internetpräsenz von Markus Kompa führt. Der Blogger und Jurist Markus Kompa hat sich mit Vieh bereits in einem juristischen Schlagabtausch befunden. Er schreibt auf seiner Internetseite zu Vieh: Vieh, heute ein Latein- und Geschichtslehrer in Hamburg, hatte 1998 sein Werk Das Ende der Reparationen veröffentlicht. Schon an der Quellenangabe kann man erkennen, dass der Latein- und Geschichtslehrer Philipp Heide heißt. Auch die Pluspedia weiß über ihn zu berichten. Philipp Ludwig Fabian Heide, geboren 1961, ist ein deutscher Historiker und Pädagoge. Leben: Heide studierte Latein und Geschichte. 1997 promovierte Philipp Heide an der Freien Universität Berlin über das Thema Das Ende der Reparationen. Die Dissertation wurde von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung rezensiert. Heide arbeitete als Latein- und Geschichtslehrer am Hamburger Friedrich-Ebert-Gymnasium und ist Bildungsreferent der Stadt Hamburg im Fach Geschichte. In seiner Freizeit ist er als Wikipedia-Autor aktiv und nimmt auch am Hamburger Wikipedia-Stammtisch teil. Der Latein- und Geschichtslehrer aus Hamburg möchte anscheinend seine Dissertation so vielen Lesern wie möglich vorstellen. In vielen verschiedenen Wikipedia-Artikeln trägt er in den Literaturangaben seine eigene Dissertation ein. Sie hat den Titel Philipp Heide, das Ende der Reparationen, Deutschland, Frankreich und der Young-Plan. Beispiele dafür findet man zuhauf. Man muss einfach in die Wikipedia-Suche die Stichworte Philipp Heide eingeben. So ergänzte Herr Heide höchstpersönlich seine Dissertation im Artikel Deutsch-Österreichische Zollunion, im Artikel Aristide Briand, im Artikel Alliierte Rheinlandbesetzung, im Artikel Julius Curtius und so weiter und so weiter. Insgesamt in 22 verschiedenen Artikeln der Wikipedia taucht seine Dissertation auf. Sein Buch kann man auf Amazon für den Preis von 91 Euro erstehen. Hier stellt sich die Frage, ob Philipp Heide vollkommen uneigennützig handelt und ausschließlich an der Weiterentwicklung der Wikipedia interessiert ist. Ist Wikipedia objektiv und neutral? Dazu sagt die Medien- und Sprachwissenschaftlerin Dr. Sabine Schiffer: Wikipedia ist keine Quelle, jedenfalls nicht im wissenschaftlichen Sinne. Als Dozentin kann ich Wikipedia-Angaben als Beleg in einer Masterarbeit oder Bachelorarbeit nicht akzeptieren. Nicht nur, weil sich die Versionen auf der Seite ständig verändern, das kann man noch über die Versionsgeschichten nachvollziehen, sondern auch, weil im Hintergrund einfach ein paar undurchsichtige Strukturen sind, dass die Qualität der Einträge doch sehr, sehr unterschiedlich ist. So ist zum Beispiel in meisten Fällen der Autorenname, der Klarname nicht bekannt. Das ermöglicht es zum Beispiel auch, dass Mehrfach-Accounts angelegt werden, um die Meinung zu beeinflussen. Ihre Begründung umschreibt im Folgenden dann recht genau das, was wir zum Artikel Ganser herausgearbeitet haben. Wir würden das trotzdem etwas differenzierter sehen. Wikipedia ist eine wertvolle Online-Enzyklopädie und wird dies auch in Zukunft bleiben. Gerade bei den naturwissenschaftlichen Einträgen finde ich persönlich die Wikipedia neutral und objektiv, also wertvoll.
Artikel aus der Biologie, der Chemie, der Physik und technischen Themen entwickeln sich generell in einem sehr sachlichen Umfeld. Bezüglich der Biologie können wir festhalten, dass dort außerordentlich viele Fachleute schreiben und die Artikel dadurch zu den besten der Wikipedia gehören. Und selbstverständlich sind solche Artikel zitierfähig. Jedoch bei allen Einträgen, die mit Macht, Geschichte und internationaler Politik zu tun haben, ist Vorsicht geboten. Der Buchautor Hermann Plopper gewährt im Buch »Die Macher hinter den Kulissen« tiefe Einblicke in die Möglichkeiten der Manipulation von Politik und öffentlicher Meinung durch transatlantische Thinktanks wie zum Beispiel der Atlantikbrücke und der Trilateralen Kommission. Diese Lobbyverbände wollen bestimmte Interessen der US-amerikanischen Außenpolitik auf dem europäischen Kontinent durchsetzen. Hermann Plopper sagt zu Wikipedia: Nun hat allerdings Wikipedia weltweit das Monopol für Lexika erlangt. Ob uns das gefällt oder nicht, wir müssen das Beste draus machen. Und das bedeutet, dass wir als demokratische Öffentlichkeit durchaus von einem Monopolisten verlangen können, dass er agiert wie eine öffentlich-rechtliche Anstalt. Das heißt, dass Gerechtigkeit gegenüber allen Seiten geübt wird und dass auch eine Transparenz und Demokratie da ist. Nun sind allerdings Sichter und Administratoren bei Wikipedia weitgehend anonym. Sie sind geschützt durch Pseudonyme und sind weder im Dialog noch juristisch irgendwie greifbar. Das haben Urteile der Landgerichte Köln und Hamburg in erschreckender Weise offengelegt. Denn presserechtlich verantwortlich für Wikipedia Deutschland ist die Wikimedia Foundation in San Francisco in den USA. Und hier kommt die deutsche Justiz mit ihren Armen nicht hin, so wenig wie im Umgang mit multinationalen Konzernen. Eine geschickte Konstruktion. Das heißt, Persönlichkeiten und Organisationen in Deutschland sind gegenüber herabsetzenden und diskriminierenden Aussagen in Wikipedia-Artikeln schutz- und rechtlos. Deshalb haben der Medienwissenschaftler Daniel Hermsdorf und ich eine Petition auf den Weg gebracht, in der wir mehr Demokratie für Wikipedia einfordern. Das heißt, dass die Sichter und Administratoren mit Klarnamen auftreten, damit sie im Dialog und juristisch greifbar sind und sich damit auch ihrer Verantwortung deutlicher bewusst werden, gegenüber allen Seiten Gerechtigkeit zu üben. Unsere Forderung heißt also Transparenz für Wikipedia. Die exemplarische Analyse des Wikipedia-Eintrags zu Daniele Ganser zeigt ganz deutlich, dass Sichter und Administratoren aktiv verhindern, dass der Eintrag zu diesem Namen neutral gestaltet wird. Nach unseren Analysen kommen wir zum Schluss, dass hier zusätzlich mit voller Absicht falsche bzw. unbrauchbare Literaturquellen eingefügt wurden, um beim unbedarften Leser Vorbehalte gegen die Person Ganser zu wecken. Wie Hermann Plopper richtig dargestellt hat, agieren die Wikipedia-Autoren tatsächlich im Schatten, im juristischen Niemandsland. Solange die Autoren anonym bleiben, können sich ihre Opfer nicht juristisch verteidigen. Daher konnten diese Sichter und Administratoren der Wikipedia bisher auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. Weil die Leitmedien in der Regel vollkommen unkritisch und durchweg positiv über die Wikipedia berichten, wird das Online-Lexikon von der breiten Mehrheit der Bevölkerung als gleichwertiger Ersatz für die alten Lexika in Buchform angesehen, obwohl das Gegenteil der Fall ist. Der Spiegel summiert unter dem Thema Wikipedia fast ausnahmslos nur Artikel, die Manipulationsversuche von außen gegen die Wikipedia thematisieren. Nicht aber das Problem, dass innerhalb der Wikipedia bestimmte Gruppen von Autoren Artikel manipulieren. Die wenigen Artikel, die ein Problem innerhalb der Wikipedia beschreiben, machen dies ausnahmslos oberflächlich und benennen nicht die sozialen Strukturen, die hinter den zahlreichen Manipulationen stehen. Das erschwert zusätzlich die Lage der von übler Nachrede betroffenen Personen. Der Artikelinhalt zu Dr. Daniele Ganser und zu vielen anderen Personen der aktuellen Zeitgeschichte wird bestimmt durch anonyme Autoren der Wikipedia, die sich sehr wahrscheinlich auch außerhalb der Diskussionszeiten der Wikipedia absprechen. Sie nutzen einen enzyklopädischen Eintrag zur gezielten Meinungsmache und Rufschädigung gegen die genannten Personen. Man muss annehmen, dass sie wissen, dass ein Wikipedia-Eintrag dabei, anders als Zeitungsartikel, unter anderem wegen der zahlreichen Literaturverweise, einen vertrauenswürdigen und seriösen Eindruck erweckt. Klagen von Betroffenen gegen die Betreiber der Wikipedia verpuffen regelmäßig wirkungslos
und in letzter Konsequenz auch selbst dann, wenn das Gericht beispielsweise eine Sperrung der Wikipedia in Deutschland einstweilig verfügt, wie zuletzt geschehen. Wenn Sie einen Wikipedia-Artikel lesen, prüfen Sie minutiös, ob Behauptungen mit Literaturverweisen untermauert sind. Aber auch hier kann man manipulieren und einfach falsch ausgewählte Verweise einfügen. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als den Inhalt der Literaturquellen selbst nachzuprüfen. Aber überlegen Sie immer, ob die besagte Quelle auch für bestimmte Themenfelder verlässlich ist. Beispielsweise würde die amerikanische Administration niemals die US-Armee in ein schlechtes Licht rücken. Wenn beispielsweise eine Quelle aus dem Weißen Haus belegt, unsere Soldaten machen einen sehr guten Job, heißt das noch lange nicht, dass das auch genauso stimmt. Und wenn zum Beispiel die Zeitung Die Zeit dies schreibt, muss das auch nicht stimmen. Denn der Herausgeber der Zeit, Josef Joffe, ist unter anderem sehr engagiert in USA-freundlichen Thinktanks und Organisationen wie dem Espen-Institut, der Atlantikbrücke, der Hoover Institution, der Trilateralen Kommission, dem International Institute for Strategic Studies, der Münchner Sicherheitskonferenz und der Bilderberger Konferenz. Das sind allesamt Institutionen und Thinktanks, die sich generell für die US-amerikanische und die NATO-Geopolitik einsetzen. Wenn Josef Joffe sich als Gast bzw. aktives Mitglied in so vielen pro-amerikanischen Organisationen engagiert, wäre es eine außerordentlich mutige Aussage, ihn in Sachen US-Außenpolitik als neutralen Journalisten zu beschreiben. Fragen Sie sich selbst, kann man dann in der Zeit USA-kritischen Journalismus erwarten? Die wichtigsten Werkzeuge, um in der Wikipedia einen guten von einem schlechten Artikel zu unterscheiden, liefert die Wikipedia selbst. Im Artikelarchiv und im Diskussionsarchiv zum Artikel erkennt man recht schnell, ob Einträge immer wieder gelöscht werden. Findet man unter den gelöschten Einträgen auch solche Textpassagen, die für sich genommen sachlich und richtig sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand versucht, bestimmte Informationen zum Artikel zu unterdrücken bzw. den Artikel insgesamt zu manipulieren. Überprüfen Sie den Tonfall, der in der Diskussion herrscht. Unsachliche, emotionale Diskussionen deuten auf Fehlverhalten einiger Autoren hin und das kann sich sehr negativ auf die Objektivität des betreffenden Artikels auswirken. Wenn man das nicht selbst händisch im Detail machen möchte, kann man derartige Untersuchungen auch automatisiert durchführen lassen. Das Projekt wikiboo.ch hilft hier dem geneigten Leser weiter. Geben Sie in die Suchmaske von Wikiboo den Artikelnamen ein. Wikiboo erstellt dann auf Basis der dazu verfügbaren Seiteninformationen eine Note mit Punkten von 1 bis 10, wobei letzteres die Bestnote ist. Hier sehen wir am Beispiel der Photosynthese, dass dieser Artikel 8 von 10 Punkten erreicht und keine weiteren Besonderheiten festgestellt wurden. Die Glykolyse erreicht sogar tatsächlich 10 von 10 möglichen Punkten. Das liegt unter anderem auch an der Wikipedia-internen Auszeichnung Exzellenter Artikel. Gibt man nun Daniele Ganser ein, dann erkennt man recht schnell, dass an diesem Artikel einiges nicht stimmt. Hier werden nur 5 von 10 Punkten erreicht. Außerdem wird darauf aufmerksam gemacht, dass der Artikel stärkeren Veränderungen unterliegt. Wikiboo weist darauf hin, dass Teile des Artikels strittig sein könnten. Und wir erfahren nebenbei, dass der Hauptautor Copilot heißt. Auch wenn die Wikiboo-Autoren darauf aufmerksam machen, dass man sich nicht immer auf die Ergebnisse dieses Werkzeugs verlassen kann, ist es doch offensichtlich ein nützliches Tool. Es gibt einige Artikel in der Wikipedia, die einem sogenannten Peer-Review-Verfahren bzw. etwas Vergleichbaren unterzogen worden sind. Bestimmte Artikel werden möglichst unabhängig nochmals gesichtet und erhalten durch Votum mehrerer Editoren besondere Auszeichnungen, zum Beispiel lesenswert. Solche Auszeichnungen werden in der Regel nur für unstrittige Artikel vergeben und sind ein Hinweis, allerdings keine Garantie, auf einen guten Artikel. Zu allen eben genannten Kriterien schneidet der ganze Artikel sehr schlecht ab. Und die alltäglichen Änderungsvorschläge am Artikel werden nach wie vor von einer eingeschworenen Sichter-Admin-Gemeinschaft, angeführt von Gerhard Sattler alias Copilot, auf ihre Linientreue in Sachen Verschwörungstheorie untersucht.